Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einem weiteren Mega-Opening hier auf diesem Kanal. Heute öffnen wir die 25k-Sammlung vom lieben Ives, falls man den so ausspricht. Ives, keine Ahnung, komischer Name. Und wir werden jetzt mal gucken, was wir für das Geld hier bekommen haben, wie die Zustände sind und ob man das so stehen lassen kann. Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ja, nach dem großen 50/52/53k-Opening, das jetzt vor einigen Wochen, so vor zwei Wochen etwa online kam, habe ich gedacht, ich lasse die nächsten Openings ein bisschen ruhiger angehen und habe mir dementsprechend halt eine 25k-Sammlung rangeholt. Ha, kleiner Schuh am Rande. Und 25k steht jetzt erstmal im Raum sozusagen, ist noch nicht der Endpreis. Ich werde das alles nochmal durchrechnen, die Zustände angucken und so weiter. Ich habe auch schon ein bisschen vorgesichtet und ich bin tatsächlich auch so ein bisschen am Zweifeln, ob dabei letztendlich wirklich 25k rauskommen werden. Wir werden das Ganze natürlich jetzt mal begutachten. Was wir nicht anschauen werden, ist halt der Common Bulk, aber es gibt das hier. Es gibt einen riesen Ordner mit schönen Schätzen drin und es gibt zwei Boxen mit Holos, genau. Und dann nochmal ein extra Stapel Holos, den ich aus den Bulk-Karten, aus den Coming-Karten rausgefischt habe. Da war noch ein bisschen was zwischendrin. Das habe ich so ein bisschen vorangeschaut, damit da eben nicht allzu viel Zeit verloren geht. Nicht, dass das hier wieder 2 Stunden dauert. Ha, immer wenn ich sowas ansage, dauert es dann 2 Stunden. Und dementsprechend beende ich das Vorwort an der Stelle und wir legen auch gleich mit dem unteren Teil des Stapels los. Ja, wir machen es so wie immer. Wir fangen mit dem Geilsten an und hören dann mit dem Uninteressantesten auf, damit auch alle das gesehen haben, was sie sehen wollen. Und hier wird es heftig, denn hier sehen wir dann auch gleich die teuerste Karte überhaupt. Wir haben hier 4 von diesen Screwdown-Holdern und eine PSA 8 gegradete Karte. Meiner Meinung nach, by the way, eine falsch gegradete Karte. Also wenn ihr das hier mal anguckt, also ich habe die wirklich sehr genau unter die Lupe genommen. Ich sehe an der Karte weder ein Off-Centering, noch sehe ich auch nur die minimalste Beschädigung an der Karte, noch sehe ich, dass sie irgendwer an der Oberfläche was hat. Das ist weder vorne noch hinten so, also wirklich nicht mal minimal, kein Haarkratzer, gar nichts. Es müsste eigentlich eine 9 oder eine 10 sein. Weiß nicht, warum die als 8 gegradet haben. Und ich meine, ihr wisst, wie penibel ich bin, wenn ich schon mal sage, dass ich halt einfach nichts sehe, also so gar nichts, dann will das was heißen. Also vielleicht hatte der Typ, der die Karte damals gegradet hat, einfach einen schlechten Tag. Natürlich wird die Karte hier aus dem Case rausgeschnitten, ne? Ist natürlich vollkommen logisch. Ihr wisst, ich sammle kein PSA. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr schöne Karte. Eine von 3 Karten, die so ein bisschen zusammengehören. Yu-Yu Friendship, Pharaoh's Judgment und irgendwas mit Union oder so, ne? Weiß nicht, aber Union war auf jeden Fall mit dabei. Diese Erklärung. Ihr wisst auf jeden Fall alle, was ich meine. Und das bringt uns auch gleich zur teuersten Karte des Ganzen. Die habe ich nämlich hier. Wir haben hier einen LOB Blue Eyes White Dragon First Edition aus LOB. Die Karte geht schon so den ein oder anderen Taui, sage ich mal. Wurde von ihm allerdings, so wie er das gemeint hat, mit einem Tausender eingerechnet. Die sind wirklich extrem selten, also Blue Eyes in First Edition sind wirklich eine absolute Rarität. Unlimited gehen sie natürlich aufgrund der Tatsache, dass es halt extrem viele Reprint-Sets gab, beziehungsweise halt so Sachen wie dieses Legendary Collection 1 zum Beispiel, was er dann später nochmal ein Reprint bekommen hat. So kommt man halt wesentlich leichter an die Karten, wurde auch massig aufgekauft, wurden massig Zweitauflagen gezogen. Dementsprechend ist da der Markt natürlich gesättigt, aber die Erstauflagen sind halt einfach extrem selten. Hier muss ich mir natürlich auch mal den Zustand anschauen. Die sieht jetzt auf den ersten Blick natürlich absolut topmint aus. Allerdings dürft ihr nicht vergessen, sie ist in einer weißen Hülle und weiße Hüllen kaschieren so einiges. Auch fürs Auge, wenn man halt so direkt davor sitzt, nicht nur für die Kamera. Dann haben wir hier einen Dark Magician First Edition aus LOB. Der geht, glaube ich, auch so 400 Euro oder sowas. Auch gar nicht mehr so billig. Vor tatsächlich 2-3 Jahren hat man den noch so für 70, 80 Euro bekommen. Also ihr seht, LOB-Karten steigen im Preis schon immens. Das ist tatsächlich der Fall. Hier war auch noch tatsächlich ein Red Eyes dabei in First Edition aus LOB. Den wollte ich mir allerdings nicht geben. Das scheint wohl irgendwie so eine Karte zu sein, mit der er was verbindet. Und dementsprechend hat er die auch direkt da behalten. Ich baue hier mal kurz um. Die stellen wir mal hier hinter. Und hoppla, die beiden Karten stellen wir mal dahin. So ein bisschen als Aushängeschild für die Sammlung hier. Sehr, sehr cool. Also ihr seht schon, wir haben ja schon, gehen ja schon wirklich auf die mindestens 2000 Euro zu. Hier haben wir jetzt einen Horus, der Schwarzflammendrache Level 8. Der ist auch noch Nierment. Ob ich den behalte, sei allerdings mal dahingestellt. Denn ich weiß nicht, ob man das erkennen kann.
ob die Kamera das auch sieht, der hat hier oben so ganz leichte weiße Stellen und unten auch. Das ist tatsächlich was diese ganzen Soul of the Duelist und auch RDS-Altis so an sich haben, dass sie halt häufig diese minimalen weißen Beschädigungen am Rand haben. Das macht die halt für meine Sammlung unbrauchbar und dementsprechend muss ich mal gucken, entweder ich nehme den in die Privatsammlung oder ich werde ihn anderweitig verkaufen. Mal gucken. Aber momentan tendiere ich so dazu, in meine Privatsammlung zu nehmen, weil da habe ich halt noch kein Horus Level 8 und ja, es ist halt einfach ein Horus Level 8, Leute, was soll ich sagen? So, bitte bleib stehen und fall nicht hin, sonst muss ich cutten. Super. So, und dann haben wir hier noch einmal ein dunkles Magiermädchen aus der Legendary Collection Yugi's World, First Edition, Deutsch und natürlich auch absolut Nirmint. Es ist übrigens 6 Uhr morgens, ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber draußen zwitschern die Vögel. Und das ist ein äußerst störendes Geräusch. Ich denke, ich werde auch gleich einen Cut machen. Wir machen das ja mal kurz fertig. Also Douglas Magiermädchen First Edition tatsächlich. Ihr wisst, die Karten sind tatsächlich recht schlecht von der Printqualität gewesen. Das heißt, die hatten ganz leicht Silvering am Rand. Wirklich, das einmal schief angeguckt und die Karte war beschädigt. Und die hier sieht halt wirklich, soweit ich das beurteilen kann, wirklich, wirklich sehr, sehr gut aus vom Zustand her. Und die geht halt auch mittlerweile schon über 100 Euro. Erwähnenswert ist vielleicht noch, dass wir heute an zwei Locations aufnehmen, nämlich einmal hier und dann einmal drüben im anderen Zimmer, denn wir werden uns später natürlich noch den Ordner anschauen und dafür habe ich hier an meinem Schreibtisch natürlich viel, 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 viel zu wenig Platz. Jetzt fährt noch ein Mofa vorbei. Ich liebe es, wenn meine Umwelt die Videoqualität so herabsenkt. So, jetzt schauen wir mal, wo stellen wir denn das Ding am besten hin? Ja, hier an den Rand, da kann man die Karte tatsächlich noch recht gut sehen. So, ich mache jetzt hier mal einen kurzen Cut und warte, bis das Gezwitscher aufgehört hat und wir sehen uns gleich wieder. So, weiter geht's mit dem Stapel zu meiner Rechten. Wir haben hier wirklich, also hier ist richtig, richtig kranker Shit drin. Bedauerlicherweise zwei Karten, die vom Zustand her nicht so gut sind. Und eine davon tut mir auch richtig weh, aber dazu kommen wir gleich. Wir fangen an mit der ersten Karte. Das ist eine ganz, ganz neue. Und zwar ist das Gaia, der magische Ritter der Drachen. Das ist meine absolute Lieblings-Gaia-Karte, die aktuell auf dem Markt ist. Ja? Hat also die Link-Variante von Gaia tatsächlich verdrängt. Und darüber hinaus auch meine Lieblings-Starlight-Rare. Der Starlight-Effekt passt halt nicht nur hervorragend zum Artwork, sondern passt halt auch einfach zu der Tatsache, dass es sich dabei um eine Fusionskarte handelt. Ich finde, das macht das Ganze richtig, richtig edel. Ihr seht ja, wie schön das aussieht. Hier braucht man den Zustand natürlich nicht kontrollieren. Die Karte ist ja brandneu. Sehr, sehr cool. Auch sehr, sehr wertig. Das wird definitiv so ein richtiger Fan-Favorite werden. Also ich muss sagen, mit Rise of the Duelist haben die wirklich richtig, richtig reingeschissen im Positiven. Also ich muss sagen, sehr, sehr schön. Ich weiß ehrlich gesagt momentan gar nicht, was die Wert ist. Ich gucke das alles erst danach nach. Rise of the Duelist kam bei uns raus, als ich gerade meine Pause gehabt habe, in Anführungszeichen. Und dementsprechend sind die Preise vollkommen an mir vorbeigegangen. Mit viel Glück bekomme ich demnächst nochmal ein Playset davon. Hashtag Rising Time, wenn die nicht irgendwie schon anderweitig verdödelt hat. Aber sehr, sehr cool. Und ist auf jeden Fall ein wunderschönes Artwork und so sehr ich es eigentlich auch nicht mag, wenn Altes wieder aufgewärmt wird, so sehr finde ich die hier halt auch wirklich ansprechend. So als Ultimate Rare oder so als Collectors Rare wäre das bestimmt auch ein absoluter Hingucker gewesen. Na, da bin ich absolut überzeugt von. Die legen wir mal hier hoch und machen weiter mit der nächsten Starlight, nämlich dem Effect Veiler. Das war ja hier aus Eternity Code die wohl größte Überraschung, dass es hier ein Reprint gab in einem Hauptset. Das hat es vorher so noch nie gegeben und es ist auch noch eine Starlight Rare geworden. Und zwar hier der Effect Veiler war auch eine Zeit lang die teuerste Starlight aus dem Set, wie es aktuell ist, weiß ich nicht. Die geht aber, glaube ich, so um die 500 Euro in etwa. Ist eine recht teure Karte. Hier ist es so, ja, sie sieht ganz okay aus. Ich muss sagen, der Ultimate Veiler sieht aber wesentlich besser aus. Der Starlight-Effekt passt halt nicht so gut zu der Karte. Ist aber trotzdem sehr schön, dass die Karte hier in dieses Set geworfen wurde. An der Stelle sehr cool. Effect Veiler, sehr coole Karte, geschichtsträchtige Karte. Eine absolut ikonische Karte an der Stelle auch. Und das bringt uns zu einer Karte, die wir schon mal in den Neuzugängen gesehen haben, nämlich Eria, die Wasserverzauberin in Sanft. Oder war es das 3000 Euro Mega Opening von Rising Time? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das war das 3000 Euro Mega Opening. Ja, das ist auch eine Karte aus Eternity Code, auch eine Starlight. Und die war ursprünglich eine Super Rare in dem Set. Genauso übrigens wie Gaia, der magische Ritter der Drachen. Ich finde es komisch, dass das ein Super Rare geworden ist. So als Ultra oder Secret wäre da nice gewesen.
Aber gut, auch super sieht er gut aus, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Aber das hier ist zum Beispiel auch so eine schöne Karte. Diese ganzen Windverzauberinnen, wie sie alle heißen, Wasserverzauberinnen, Erdverzauberinnen und so, das sind so Karten, die gefallen mir relativ gut. Auch wenn ich mir die Namen nicht merken kann, da gibt es ja auch Win oder wie sie heißt. Finde ich auch sehr schön. Die ist jetzt, glaube ich, auch in der Megatin rausgekommen. Also oder gereprintet worden. Sehr cool. Und hier passt der Effekt natürlich schon wieder wesentlich besser als bei Valor. Klar, man könnte jetzt sagen, viel blau. Ein bisschen, ne? Artwork ziemlich viel blau. Karte selber blau und dann noch das Silber, also sieht schon krass aus, ziemlich blaulastig das Ganze, aber es sieht ganz schön aus. Auch die hat, also ich denke mal so zwischen 150 und 300 oder vielleicht sogar 400 auf jeden Fall wert. Ich glaube, die war recht hoch vom Preis, wenn mich nicht alles täuscht, aber wie sich das aktuell entwickelt hat, kann ich so nicht sagen. Und das bringt uns zur letzten Starlight, haben wir auch erst letztens gesehen, und zwar beim 50.000 Euro Mega Opening, zwar ist das größte Salamander Pyrophönix aus Chaos Impact. Wie bereits gesagt, die Karte ist so ziemlich die häufigste Starlight, die ich jemals gesehen habe. Also auch wenn du irgendwie gesehen hast, wenn irgendwo auf YouTube eine Starlight gezogen wird, dann ist das in der Regel der Großsalamander. Interessant auf jeden Fall die Wahl. Ich finde Großsalamander Pyrophönix auch recht schön und auch eine gute Wahl für eine Starlight Rare. Auch die geht so um die 250, 300, irgendwie sowas um den Dreh was. Also wir haben hier auf jeden Fall schon eine Menge Asche liegen, aber wir wissen ja, die Starlights sind ja generell sehr, sehr teuer und natürlich auch sehr selten. Und sie sind natürlich noch ein bisschen im Hype. Ich bin gespannt, wie das Ganze sich im Laufe der nächsten Zeit entwickeln wird mit den Preisen. Wir sind jetzt hier auf jeden Fall am Ende der Starlights und beginnen mit den Ghost Rares. Da haben wir hier zumindest noch nicht so viel. Es kommen später noch welche in den Tinboxen. Aber hier kommt jetzt erstmal so der richtig kranke Überschritt. Da haben wir hier einen Black Rose Dragon Deutsch First Edition. Der kratzt ja auch schon an dem Tausender vom Preis her. Den habe ich mir natürlich auch schon angeguckt und auch schon rausgeholt. Das werde ich jetzt nicht nochmal machen, weil wir eben keine Kratzer auf dem Bild wollen. Ist ja speziell bei Ghost Rares wirklich eine Sache, wo halt wahnsinnig empfindlich ist. Und ist wirklich wie geleckt, die Karte. Wie geleckt, also die ist wie frisch aus dem Booster. Betrifft übrigens alle Ghost Rares, die ihr hier seht. Später kommen noch zwei Ghost Rares, die tun ein bisschen weh, aber ja, das sehen wir dann später, da kommen wir dann drauf. Sehr schöne Karte auf jeden Fall, gehört zu diesen fünf auserwählten Drachen. Eine absolut ikonische Karte und ich würde mal sagen so Platz 2 der Ghost Rares neben dem Stardust Dragon. So, was das angeht, können die Oldschool-Karten tatsächlich nicht mithalten. Also die richtigen Oldschool-Karten, so hier GX-Zeit so, ne, Duel Monsters gab es ja nicht, aber GX-Zeit so, hier Regenbogendrachen und so sind halt nicht so beliebt tatsächlich wie halt eben diese Karten. Und dann machen wir hier einen ebenfalls absolut Mint Elemental Chaos Neos, ebenfalls deutsch, Gladiator's Assault, First Edition. Es gibt übrigens einen Misprint von der Karte, der recht interessant ist, und zwar gibt es den Regenbogendrachen, also den Kartenrand des Regenbogendrachen mit dem Bild vom Chaos Neos drauf, und ich wurde auch schon des Öfteren gefragt, ob ich einen solchen Misprint besitze, und ja, ich besitze sie, ich besitze mehrere davon. Die gehören allerdings zu den Karten, die erst auf der Ausstellung gezeigt werden und nicht in den Videos, und ich besitze sogar noch einen ganz besonderen einen ganz besonderen Misprint dieser Karte, und zwar ist der Kartenrand bei dieser Karte nicht nur der vom Regenbogendrachen, sondern er hat auch noch so einen Farbfehler drin. Die Farbe ist wesentlich heller und hat noch so einen leichten Ockerton. Sie sieht also auf den ersten Blick ein bisschen aus wie eine Vanilla, vor allen Dingen auf Fotos. Ist es aber nicht, und auch wenn man sie dann vor sich hat, sieht man, okay, ist keine Vanilla, es gab halt einfach einen Farbfehler, aber auf Fotos sieht die Karte tatsächlich dann aus wie eine Vanilla, macht das Ganze noch ein bisschen interessanter, macht das Ganze noch ein bisschen seltener, und ich denke, das ist noch so ein Zusatz, der die Karte noch ein bisschen mehr aufwertet. Vielleicht irgendwann mal werde ich diese Karte auf meinem Account zeigen. Vielleicht, wenn wir die 3000 Abonnenten erreicht haben. An der Stelle, falls ihr noch kein Abo dagelassen habt und euch der Content hier gefällt, dürft ihr gerne ein Abonnement dalassen. Das ist nämlich absolut kostenfrei und natürlich jederzeit kündbar. Das wisst ihr natürlich, ist ja vollkommen klar. Und das bringt uns zur nächsten Karte, einem alten Bekannten, nämlich dem eben angesprochenen Regenbogendrachen. Die Karte habe ich ja schon, keine Ahnung, 10, 11 Mal, alle First. Das ist mein erster Unlimitierter tatsächlich, den ich hier habe. Also das ist nicht First. Ist aber auch in einem hervorragenden Zustand. Habe ich mir auch schon angeguckt. Auch wie aus dem Ei gepellt. Wie viel jetzt aktuell ein Regenbogendrache wert ist, weiß ich gar nicht. Ich glaube, zuletzt lag er irgendwo in First bei 150 oder so und Unlimited irgendwo bei 70 oder 80 Euro. Inwiefern das jetzt noch korrekt ist, wage ich eigentlich gar nicht zu behaupten oder zu sagen. Dementsprechend lasse ich da jetzt einfach mal eine theoretische Prognose und stelle den Kameraden einfach mal hier hin. Ich habe heute irgendwie die Kamera ein bisschen doof aufgestellt. Wir können hier also kaum Karten hinlegen. So, ich schiebe das hier mal ein bisschen hoch, dann sehen wir das auch besser. So, dalle. Okay, dann schieben wir das auch noch ein bisschen hoch. So,
Sieht doch hervorragend aus, findet ihr nicht? Genau, und deswegen machen wir weiter mit dem schwarzgeflügelten Drachen. Der geht so um die 120 Euro in etwa. First Edition aus The Shining Darkness. Haben wir auch schon beim 50k Opening gehabt letztens. Ich sag's aber gerne nochmal. Ich finde halt, dass die Karte zumindest nicht gut für die Ghost Rare ist. Keine gute Ghost Rare Wahl an der Stelle. Einfach aufgrund der Tatsache, dass halt das komplette Artwork total verschwommen wirkt. Bis auf eben der Kopf, der hier vorne. Aber alles andere wirkt halt irgendwie so ein bisschen, ja, als hätte die Maschine beim Drucken Fehler gemacht. Dementsprechend ist das halt einfach keine gute Wahl, meiner Meinung nach. Aber es ist trotzdem eine schöne Karte. Man nimmt sie natürlich als Ghost Rare auch dann an der Stelle gerne mit. Ich gucke jetzt mal kurz, wie mache ich es denn? Ich kann, glaube ich, hier noch eine hinlegen. Ja, genau so. Und dann kommen wir zur letzten Ghost Rare. Und das ist natürlich, wie könnte es anders sein, Nablicht, Rotdrachen, Erzunterwäldler. Von dem habe ich jetzt, glaube ich, auch schon 20 oder so als Ghost Rare. Oder vielleicht sogar schon 30. Den habe ich relativ oft. Denn den sieht man auch relativ oft. Aus der Mansion of Chaos, auch geschichtsträchtiges Set, will ich jetzt aber nicht schon wieder anfangen, denn ich glaube, in den letzten beiden Videos habe ich von ihm erzählt und in der nächsten Folge in Neuzugängen ist auch noch einer in Ghost dabei, also wir werden den wohl jetzt nochmal sehen danach, dann ist aber erstmal wieder gut mit dem Dude hier, ja, ich sag's ja immer wieder, ich sollte Rapper werden, Reimen ist absolut mein Ding, absolut, keine Widerrede, und wir kommen jetzt zu den Ultimate Rares hier in dem Stapel. Und da fangen wir auch mit einer 100 Euro Aufwärtskarte an, und zwar der Harpienkönigin. Eine wunderschöne Karte, wirklich ein absoluter Augenschmaus, ja, wundervoll. Kommt da jetzt auch, oder ist schon rausgekommen, weiß ich gar nicht, die Lost Art Version davon. Ist tatsächlich ja sehr aufreizend, sage ich mal. Ob es das jetzt unbedingt braucht, sei mal dahingestellt. Aber ich habe natürlich auch schon das unzensierte Artwork da aus Japan. Ich bin gespannt, so die Lost Art habe ich noch nicht, weil ich auch noch gar nicht sicher bin, ob die überhaupt schon draußen ist. Aber auch eine sehr schöne Karte haben wir damals in dem Force of the Breaker Opening in Alti gezogen, allerdings waren das Special Editions, dementsprechend halt nicht als First. Also jetzt kommen wir zu einer Karte, die ich halt ein bisschen schade finde, und das ist so eine Sache, die, das werden wir auch später sehen, was ich an der Sammlung so ein bisschen ankreide, für 25k ist halt doch relativ viel für mich unbrauchbar. Deswegen habe ich auch gesagt, da müssen wir nochmal gucken. Es gibt sehr, sehr viele Erstauflagen, die halt schlichtweg kaputt sind. Also gut oder weniger oder niedriger. Ihr seht so, die Oberfläche geht eigentlich, aber hier oben die Kante, da ist komplett abgenutzt, da ist komplett abgenutzt. So, das ist halt die einzige Sache, wo ich sage, okay, da weine ich ein bisschen. Die wird auch zum Verkauf stehen, die Karte, vollkommen klar. Weil die bringt trotzdem noch schön Geld, da kann ich mir dann wieder hier meine Magnethalter leisten. Das mache ich immer gerne so bei ein paar teureren Karten. Ist halt trotzdem eine schöne Karte. Der Chaos Imperator Drachen Ultimate Rare ist ein absolutes Schmuckstück und gehört mit zu meinen Lieblings-Ultimate Rares überhaupt. Das ist auch schon wieder das Ende der Ultimate Rares für den Stapel. Und wir haben, oh ne, tatsächlich gar nicht. Ha, da gehen noch Ultimate Rares weiter. Aber ich habe hier erst noch einen Secret Rare Chaos Imperator Drachen in First Edition aus Invasion of Chaos. Der ist allerdings wirklich ein Top-Mint, also glossy Oberfläche, gar nichts irgendwie kaputt oder so, sehr schön. Ist, glaube ich, auch mittlerweile eine Karte, die über 100 Euro geht. Eine der richtig teuren Secrets aus den damaligen Hauptsets. Invasion of Chaos ist ja sowieso mit eins der besten Sets der Duel Monsters Ära gewesen, wie ich finde. Mit den ikonischsten Karten. Wir haben hier den Schwarzglänzenden Soldaten, den Dunkle Magier des Chaos, Chaos Imperator Drachen und so weiter und so fort. Das sind wirklich einige Sachen dabei, die unglaublich, unglaublich gut sind. Sehr schön auf jeden Fall hier Chaos Imperator Drache auch als Secret Rare aus Invasion of Chaos. Wäre die nächste Karte. Jetzt kommen wir nochmal zu Ultimate Rares, zu ganz besonderen Ultimate Rares, nämlich hier zum Beispiel dem Stardust Dragon. Der geht ja, glaube ich, First Deutsch 200 Euro Ultimate Rare in etwa. Also das ist auch eine Karte, die definitiv dreistellig ist. Also 200 Euro war sie zumindest beim letzten Mal noch, so vom Preis her. Sehr cool. Wirklich wunderschön. Ja. Unglaublich nice. Echt krass. Gefällt mir tatsächlich sehr gut. Stardust Dragon ist eine schöne Ultimate, ist eine schöne Ghost Rare, im Allgemeinen eine schöne Karte. Ich persönlich muss sagen, finde zum Beispiel das alternative Artwork aus Dual Power gar nicht so cool. Ne? Wirklich, ich finde, das ist nicht cool gemacht. Überhaupt nicht. Also da ist das hier einfach wesentlich besser. Das ist so schön detailreich und trotzdem einprägsam. Es vereint einfach so alles, was eine Yu-Gi-Oh! Karte ausmachen muss, wenn man Moderne mit etwas Älterem kombinieren möchte. Nämlich das Einprägsame des Älteren mit dem modernen Stil des Neueren. Und das gefällt mir sehr, sehr gut an der Karte. Aber es ist nicht der einzige geile Drache, den wir hier haben. Denn wir haben hier noch eine schöne Lady, ja, nämlich den schwarzen Rosendrachen, eingehüllt im wirklich scharlachroten Blütenblatt. Sehr cool auf jeden Fall. Ja, Ultimate Rare, genauso wie die Ghost Rare, wunderschön. Ist, glaube ich, auch, ich weiß gar nicht, wie viel die kostet, aber bestimmt auch 30, 40, 50 Euro First. Ich glaube, die ist jetzt nicht so teuer wie der Stardust. Ich glaube, die ist nicht dreistellig, aber ist auch eine schöne und natürlich auch teure Karte. Sieht man immer wieder gerne.
Wunderschöne Sache auf jeden Fall. Hätten gern ein paar mehr dabei sein können, sage ich mal. Aber das sind so die absoluten Schmuckstücke, auch vom Zustand her, muss ich sagen. Aber lasst euch davon nicht abschrecken. Also es kommt noch richtig, richtig krasses Stuff. Also ich bin nicht bereit, 25k zu zahlen, nur für das, was hier liegt. Keine Sorge. Dann haben wir den Werkzeugdrachen. Auch der ist First Edition, auch der ist in einem guten Zustand. Die sehe ich tatsächlich weder in Ghost noch in Ultimate Rare recht häufig. Ist relativ selten geworden, das Ding aus Raging Battle. Ultimate Rare weiß ich nicht, was die Wert ist. Ich glaube, Ghost Unlimited ging sie so ein Huni in etwa. Knapp. Wie viel in First? Keine Ahnung. Aber bestimmt 150 oder so. Ich denke mal, die hier wird irgendwo bei 50, 60 Euro liegen. Ist auf jeden Fall eine schöne Ultimate, auch sehr ikonisch. Ihr wisst ja, einer der Hauptprotagonisten hat den gespielt. Ich weiß leider seinen Namen nicht mehr und eine Weile lang wusste man in der Serie auch nicht so ganz, ob das nicht vielleicht der fünfte auserwählte Drache sein soll. Ich glaube, er ist es nicht gewesen, es war ein Lebstromdrache. Aber die Karte hat auf jeden Fall einiges Ikonisches an sich und ist auch sehr, sehr schön designt, by the way. Sehr cool. Dann haben wir ein Schmuckstück aus Star Strike Blast, nämlich den Standschnuppendrachen. Den gibt es ja auch in Ghost, also eine über 100-Euro-Karte. Hier, die Ultimate Rare ist natürlich nicht ganz so teuer, vollkommen klar, aber man muss natürlich auch fairerweise sagen, ein wunderschönes Gerät, ja, der Gerät ist wirklich schön, also der Sternsturmdrache ist einfach Bombe, ja, mit diesem plasmaartigen Look, sehr cool, gefällt mir sehr, sehr gut und so geht das halt die ganze Zeit weiter. Die letzte Ultimate Rare ist hier der majestätische Sternendrache, First Edition, ich glaube, der geht 30 Euro oder 40 Euro oder irgendwie so. Ist jetzt nichts übermäßig Wertvolles, das Wertvolle ist hier tatsächlich dann der, die Ghost Rare Version der Karte. Witzig ist, dass die Ultimate Rare, und das fällt mir bei mehreren Exemplaren auf, seht ihr das hier? Das ist keine Beschädigung, das ist irgendwie beim Druck passiert, ja. Und das haben wirklich viele Exemplare, ja. Also von der Karte habe ich auch locker so 40, 50 Stück in First und nochmal 20 oder so in Unlimited. Und was soll ich sagen, also die haben wirklich, also locker 30 Stück von denen haben genau diesen Punkt genau an der Stelle, ja. Eigentlich ziemlich seltsam, muss ich ehrlich gesagt sagen. So, jetzt sind wir mit den Altis durch. Jetzt kommen wir zum Beispiel zu einer sehr, sehr krassen und schönen Legendary Collection Karte. Und hier sind in dieser Sammlung sehr, sehr viele Legendary Collection Karten drin. Einige davon sind natürlich, wie man es gewohnt ist, kaputt. Aber es gibt halt auch die wirklich einen mega Zustand haben. Der zum Beispiel hier oben Isels oder so, das sind so wieder so Sachen, wo ich sage, okay, das ist halt einfach nicht Nirmind, ja. Der Rest der Karte sieht zwar top aus, ihr seht das, aber der hat hier oben so ein ekelhaftes Iselsohr. Das ist nicht Nirmind, ist es beim besten Willen nicht. Also sobald hier irgendwas mit Knick oder so ist, sind wir sofort bei gut. Ne, da kann der Rest noch so prickelnd aussehen. Das ist für mich kein Nirmind mehr. Das ist auch für mich kein X mehr. X ist für mich auch so minimale bis mittelmäßige Beschädigung. Das ist definitiv gut vom Zustand her. So wird das auf jeden Fall von mir gegradet. Wenn ich jetzt natürlich vom Bezahlen rede, von dem, was ich hier ausgebe, dann werde ich den wahrscheinlich als Excellent graden. Der wird auch in meine Privatsammlung wandern, also der wird nicht zur Abgabe sein. Auch das ist, glaube ich, eine Karte, die mittlerweile über 100 Euro geht, auch in dem Zustand noch. Dann haben wir hier den Schlangenachtdrachen, den habe ich auch schon angeguckt, aus Spellruler. Die ist tatsächlich, was soll ich sagen, Top Mint. Also ich habe die schon rausgeholt und angeguckt. Wirklich wie aus dem Ei gepellt. Und den haben wir nicht nur einmal, sondern zweimal. Das zweite Exemplar kommt sogar aus der noch selteneren Version Magic Ruler. Also quasi aus dem ganz alten Set. Die ist auch, glaube ich, nochmal eine Ecke teurer. Sehr cool. Also die sind beide, wie gesagt, hier in einem absolut fabulösen Zustand. Ohne Witz, die sind richtig, richtig gut. Freut mich mega, dass die hier ein Teil meiner Sammlung werden. Und es reißt nicht ab. Es ist halt wirklich der Übershit, was hier drin ist. Ein weiteres Trauerspiel sind diese Karten hier, nämlich die Dragons of Legend Karten. Jetzt nicht unbedingt die Exemplare, aber Karten aus dieser Reihe sind sehr gerne mit Silvering bedacht. Schauen wir hier mal rein. Die habe ich mir noch nicht angeguckt, by the way. Aber ihr seht, die Karte ist auch tatsächlich hervorragend vom Zustand. Also ihr seht, wie das hier spiegelt. Es hat kein Silvering hier, keine Knicke, nichts. Also ich kann hier nichts erkennen. Sehr cool. So muss das sein und nicht anders. Und das ist halt wirklich sehr, sehr selten, die hier tatsächlich in so einem Zustand zu finden. Das ist wirklich eine Herausforderung. Dasselbe gilt hier für den Spiegelkraftdrachen. Spiegelkraftdrache, das Aushängeschild des Sets damals gewesen. Genauso mit dem Virusdrachen und diesem Amulettdrachen. Die waren wirklich so hier ein Herz und eine Seele, wenn man so möchte. Auch hier wirklich sehr, sehr gut vom Print her und vom Zustand her. Wirklich sehr cool. Mittlerweile auch absolut ikonische Karten. Dragons of Legends 2 war ein sehr schönes Set, leider Gottes, hat halt die Print-Qualität nicht gepasst. Da haben wir einen Krümel, wie kommt denn der da drauf? Ist ja widerlich. Machen wir weiter mit einem Black Luster Soldier, Envoy of the Beginning, First Edition in Ultra Rare. Hoppla, den müssen wir wohl hier unten rausholen, auch gut. Den habe ich mir auch noch nicht angeguckt, den will ich mir jetzt hier an der Stelle mal anschauen. Die doppelte Hülle brauchen wir nicht, den tun wir dann einfach als Einzelne wieder rein.
Schauen wir mal. Also das ist als First Edition halt auch eine sauteure Karte. Ich hoffe mal, dass die passt vom Zustand her. Ja, die ist halt auch eher exzellent zu graden, sage ich mal. Die hat hier oben so drei Kerben und hier unten hat sie ein kleines Eselsohr. Ist halt wieder so eine Sache, die von meiner Sammlung leider rausfällt. Ansonsten ist sie wirklich gut. Hier hat sie auch eine kleine Delle drin. Aber alles in allem, da hinten Kratzer, aber alles in allem ist die tatsächlich noch recht gut erhalten, muss man fast sagen. Also das wird so eine exzellent Karte sein, sage ich mal. Die kann ich nicht erst nehmen mit graden, ist ja vollkommen klar. Ich denke, das ist auch gut, wenn man das im Video zeigt. Da sieht es der Verkäufer natürlich auch selber nochmal. Ich werde ihm dann natürlich auch von den einzelnen Stücken nochmal ein Video machen. Deswegen haben wir halt gesagt, 25k so als Verhandlungsbasis, das ist halt das, was er sich wünschen würde dafür. Und er hat auch gesagt, dass er bei der Berechnung der Preise irgendwie nicht den billigsten Händler rausgesucht hat. Also da müssen wir halt nochmal gucken, weil wenn er nicht den billigsten Händler raussucht, dann erwarte ich natürlich eine absolute Top-Qualität, wenn ihr versteht, was ich meine. Dann hat jede Karte wie aus dem Ei gepellt zu sein. Hier ist das ähnlich, wie man sieht, hier oben am Eck eine Beschädigung. Die Oberfläche ist halt auch nicht mehr so prickelnd, ne? Und hier unten hat er auch eine Beschädigung. Aber ansonsten halt auch wieder gut, ist halt auch exzellent. Das sind so Sachen, die wandern halt in meine Privatsammlung in dem Fall oder werden halt, wenn sie teuer genug sind, verkauft, um mir halt meine Magnethalter leisten zu können. Das ist aber auch eine schöne Karte und auch für das Alter in einem hervorragenden Zustand. Dann haben wir hier aus dem Starterdeck Yugi einen dunklen Magier, der ja auch wirklich hervorragend eigentlich ist vom Zustand. Ja, also der ist auch Niemand, das kann ich direkt sehen, weil der ist nämlich nicht in der weißen Hülle, sondern in der durchsichtigen. Den brauche ich nicht rausholen. Der ging ja vor ein paar Monaten noch so um die 20, 30 Euro in etwa, oder so 26, 25, irgendwie sowas. Steigt also auch im Preis, zwar nicht so wie der Blue Eyes, aber immerhin ein bisschen. Dann haben wir hier den legendären Fischer aus Pharaoh's Servant. Ja, auch First Edition, auch Niemand, auch hier aus dem Ei gepellt, den habe ich mir auch angeschaut. Ist auch eine schöne Oldschool-Karte, die hier mit am Schlüssel ist. Dann haben wir hier aus dem Retro-Pack einen rotäugigen schwarzen Drachen. Der dürfte auch den einen oder anderen Euro gehen. Ich glaube, der liegt auch irgendwo so bei wo lag der das letzte Mal? Bei 70 oder so? 60, 70, also der ist wirklich nicht billig. Sehr schön an der Stelle, der ist glaube ich auch doppelt gesleeved. Habe ich mir aber auch angeschaut, auch recht gut vom Zustand her, also kann man sich nicht beklagen. Ich schaue mir das aber alles danach nochmal an. Ich habe das wirklich am Abend gekriegt, das Zeug, und ja, da bin ich schnell drüber gegangen, habe halt so ein paar Sachen gesehen und habe auch schon das ein oder andere Video an ihn gesendet, wo ich sage, okay, pass auf, hier müssen wir mal gucken, so, ne? Und das hier ist zum Beispiel der blauäugige Tundrache, der ist auch wieder ein Trauerspiel, leider Gottes. First Edition zwar, aber ihr seht, hier abgenutzt. Hier schaut man die komplette Oberfläche, komplett hier dreckig und hier unten auch beschädigt und da beschädigt und da beschädigt. So ganz kleine Dinger zwar, aber hier hinten schaut, wie da, hier unten Knicke und so. Also das Plate, das ist definitiv Plate für mich, speziell wenn, also sowas ist halt für mich ein Grund, wo ich sage, okay, das Plate, wenn hier so richtig, hier seht ihr das, hier diese Knicke und hier dieses richtig abgeranzte am Exo, das ist halt, und hier vor allen Dingen die komplette, der komplette Rand, voll mit schwarzer Schmiere, sowas auch immer das ist. Das ist für mich wirklich so Plate, Heavy Plate, fast schon pur. Muss man halt auch einfach dementsprechend graden. Genau. So, das war jetzt erstmal der, ja, so der Highlight-Teil, sage ich mal. Wobei, das kann man so nicht sagen. Also speziell in dem Ordner kommt noch richtig viel kranker Scheiß und in einer Tinbox ist auch noch richtig viel kranker Scheiß bei. Ich würde sagen, wir switchen jetzt zur ersten Box, denn da sind meiner Meinung nach noch die etwas krasseren Sachen drin als im Ordner. So, aufgeräumt ist, jetzt kommen wir zur ersten Box, die hier dabei war. Hier sind tatsächlich relativ teure Holos drin, die wir uns jetzt angucken möchten. Anschließend, wenn wir damit fertig sind, schauen wir uns den Ordner an. Da werden wir dann kurz die Location wechseln. Da muss ich dann drüben noch ein bisschen was umbauen, nochmal sozusagen neues Setup aufbauen. Das wird dann nochmal kurz dauern. Also wir werden hier tatsächlich ein paar Cuts haben. Die Tücher für alle Fälle, wenn es mich mal überkommt, sind auch mitgeliefert. Das finde ich sehr nett. Und ich würde sagen, ja, wir holen uns erstmal hier einen Stapel raus und dann schauen wir, was so dabei ist. So, wir haben zunächst mal dreimal dunkle Magiermädchen, die Drachenritterin. Das ist tatsächlich eine recht teure Karte, so um die 30 Euro geht die normalerweise pro Stück. Das Problem ist nur das Set, aus dem sie kommt. Das ist nämlich Dragons of Legends. Und Dragons of Legends hatte, wie Dragons of Legends 2 auch, folgendes Problem. Und zwar, dass der Print halt nicht besonders gut war. Das wurde erst ab Dragons of Legends 3 besser. Und ich hoffe natürlich auch, dass die Karten in dieser Gesamtbox, die dann rauskommen, wo diese ganzen Dragon of Legends Sachen zusammengefügt werden, dass sie auch besser sind. Und so, ich guck mal, ich zeige euch das mal, wie der Zustand ist. So, und zwar ist das Problem das sogenannte Silvering. Ihr seht hier schon einen Punkt, wo die Farbe weg ist. Ihr seht hier am Rand drei kleine Punkte, wo die Farbe weg ist. Kann man es erkennen? Wartet mal.
So, hier sieht man es, glaube ich, ganz leicht. Das macht die Karte natürlich für die Sammlung absolut unbrauchbar, obwohl sie tatsächlich Nirmint ist. Ja, die Karte ist Nirmint, gar kein Thema, das sind kleine weiße Stellen, aber sowas kommt halt einfach nicht in meine Sammlung. Das ist halt der Knackpunkt an der Sache. Ich hoffe, dass hier eine von den dreien zumindest gut genug ist, dass ich sie in die Sammlung stecken kann. Deswegen gucke ich mir die hier auch gleich direkt mal an. Okay, nee, die hat hier richtig harte Silver Ring an der Seite, da unten auch. Ansonsten ist aber auch diese Karte Nirmint, ja, die Oberfläche ist sehr schön traurig, ja, aber das ist so eine Krankheit dieser Karten aus den Sets, vor allen Dingen dieser Secrets. Also es ist ganz, ganz schwer, eine dieser Karten herzukriegen, die dann auch tatsächlich in einem brauchbaren Zustand ist. Und dann haben wir zu guter Letzt die dritte davon und die, nee, die hat nix, das ist nice. Also die hat nichts, die kann ich nehmen. Super. Super, ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet. Okay, eine von dreien kann ich tatsächlich in die offizielle Sammlung nehmen. Sehr schön. Auf jeden Fall ist das dunkle Magiermädchen, die Drachenritterin, eine sehr begehrte Karte. Ist natürlich ein Fan-Favorite hier. Dark Magician Girl in einer schönen Ritterrüstung sozusagen. Ja, wer sagt da nein? Dann haben wir einen Dark Water the Terrible. Da sehe ich aber auf den ersten Blick, dass hier nichts zu holen ist vom Zustand her. Dann einen Elemental Grand Neos Magidolsche Salon aus Eternity Code. Das ist ja eine normale Ultra. Ich glaube, den gab es ja nicht mehr hier. Sneak Peeks. Dann Magier des Schwarzen Chaos Max, meine Lieblingspromo oder eine meiner Lieblingspromos aus der Megatin 2019. Das Splinter Patrouillenschiff Liz. Dann haben wir Fallengrube des Totengräbers. Das sind halt jetzt so ein paar modernere Sachen. Oberster Todfeind Eschatos. Den habe ich damals auch selbst gezogen. Und dann haben wir zweimal Oberster Todfeind Protoss, den müsste ich jetzt auch so neunmal locker haben. Dann haben wir hier noch ein paar Rares, und zwar einmal den Schnitter auf dem Nachtmar, dreimal, okay. Dann aus dem Megapack 2019, Crusadia Maximus, läuft. Schwarz glänzender Soldat, heiliger Soldat, zweimal aus Breakers of Shadow, auch nice. Dann haben wir Malakoda, niederer Herrscher des brennenden Abgrunds. Hier will ich auch mal gucken, den hatten wir auch schon als Ghost gesehen, sehr schön. Dann gucken wir mal, wie es hier aussieht mit dem Silver Ring. Die Qualität war zwar besser bei den Sachen, aber hier oben, seht ihr das? Silver Ring. Ist aber trotzdem noch Nirmint. Aber dennoch ärgerlich. Man muss natürlich auch immer gucken, inwiefern das halt für mich brauchbar ist, dann was hier drin ist. Ne? Und wie ich halt immer zu blöd bin, die scheiß Karten festzuhalten, ne? Man muss halt immer sehen, wie brauchbar ist denn das. Da haben wir Silver Ring 3 Minipunkte, da oben auch minimal. Ja, aber das sind so Kleinigkeiten. Damit kann man nur mich ärgern, sag ich mal. Normal sind das Sammler, die sind zwar in der Regel penibel, aber so penibel sind wirklich diese wenigsten. Genau, dann haben wir hier einmal den Guilford. Der sieht auch halbwegs gut aus. Ich glaube nicht in meinem Zustand, aber immerhin ganz gut. Sehr schön. Dann haben wir hier die Zwillingsunholde, unzensiert mit Hörnern und Flügeln. Auch schön. Dann nehmen wir mal einen Stapel von der Seite. So. Und hier wird es schon mal teuer. Dann haben wir hier einen Zeitzauberer. Ja, und ihr seht, der ist halt wirklich schon... Also der ist wirklich gut vom Zustand her. Ja, die typische raue Oberfläche natürlich. Die ist nicht mehr wirklich glossy, aber absolut Nirmint vom Zustand her. Das ist so eine Karte, die geht. Also die ging bis vor kurzem noch so um die 70 Euro in etwa. Habe aber schon etwas länger nicht mehr nachgeguckt. Dann haben wir hier das antike Antriebsungeheuer als Ultimate Rare. Schauen wir mal. Auch hier Oberfläche ist schon mal ganz gut. Und eigentlich kann man sich auch über die Ränder nicht beschweren. Die hat, glaube ich, hier oben so eine kleine Delle, was sie exzellent macht. Aber ansonsten echt schön. Wirklich schön. Speziell die Karten so aus The Lost Millennium und so. Diese ganzen Random Altis sind ja hier immer so ein bisschen, wie sagt man, schlecht von der Quali her. Hier haben wir zum Beispiel so eine 400-Euro-Karte, wenn sie denn Nirmint wäre. Schauen wir mal. Und nö, also die ist... Ist das noch gut? Oder schon lightly played? Das ist das Problem. Schau mal, ich stecke die Karte wieder rein. Das ist das Problem an weißen Hüllen. Ich meine, natürlich, wenn man genau drauf schaut, erkennt man die Beschädigung. Aber auf den ersten Blick sieht die Karte halt niemand aus, weil weiße Hüllen einfach unglaublich kaschieren. Ja, die kaschieren einfach Beschädigungen wahnsinnig gut. Ich stelle die trotzdem mal hin. Das ist eine schöne Karte. Das wäre zum Beispiel schön gewesen. Das ist jetzt so eine Karte, die mich richtig ärgert, dass sie nicht nehmend ist, weil das ist eine ziemlich krasse Seltenheit. Da hast du direkt mal 300-400 Euro beieinander.
Als nächstes haben wir aber auch eine richtig krasse Seltenheit, und zwar Harmon in Ultimate Rare, und der sieht halt auch wieder sehr gut aus vom Zustand. In Ultimate Rare First Edition aus Shadows of Infinity, nur zu ziehen aus den Hobbyboxen quasi, und natürlich der günstigste von den drei Heiligen Ungeheuern, soweit ich weiß, aber der dürfte trotzdem, ich glaube, also ich weiß es nicht, aber ich schätze mal, so ein Huni dürfte der schon wert sein in etwa. Also die Dinger sind richtig, richtig selten geworden. Ne? Uriah ist natürlich, der schlägt dem Fass natürlich den Boden aus, ist ja vollkommen klar. Aber ich denke mal, oder nee, den stellen wir auch noch da hinten hin. Ich denke mal, dass Harmon auch einiges an Wert haben dürfte. Wie machen wir das denn jetzt? Das Ding hier ist halt schon richtig fusselig. Ich muss das mal wieder abputzen. Ne? So, dann haben wir hier Venominon, der König der giftigen Schlangen. Der hat hier eine Beschädigung. Aber sonst ist er niemand. Okay, kein Thema. Kein Thema, wird dann auch von mir so gegradet. Dann, ja, ein alter Bekannter, den haben wir jetzt schon in der 50k-Sammlung 5-mal oder so gesehen. Ein Einbildungsunterweltler, der ist natürlich niemand, ist ja klar. Recht moderne Karte, geht glaube ich auch so, keine Ahnung, 20 oder so, I don't know. Aus WC4, den Harpien Flederwisch, der mittlerweile auch ein 20er geht in etwa. Oder 25 sogar. Der ist auch nehmend, sehr schön. Die sehe ich gerne in guten Zustand. Das ist eine der Promos, die tatsächlich in letzter Zeit sehr gut steigt. Ist halt einfach ein Fan-Favorite. Wird vielleicht auch mal so eine 50 oder 80 Euro Karte, wer weiß, nochmal so in 10 Jahren oder so. Dann haben wir hier sehr schön aus BPT, ganz besonders wichtig aus BPT, ich liebe dieses Set, haben wir hier den Buster Blader, und der sieht vom Zustand her tatsächlich auch wirklich, wirklich really nice aus. Der hat hier oben eine kleine Kerbe, schade. Aber ansonsten ist der wirklich gut. Also ich sehe schon, hier sind halt auch sehr viele Sachen dabei, die so für meine Privatsammlung gut geeignet sind. Ihr wisst ja, ich bin sehr penibel, was die offizielle Sammlung angeht für die Ausstellung. Der hier ist schade, den habe ich mir schon mal angeguckt. Der sieht nämlich, und das ist halt auch wieder so eine Sache, in der Hülle sieht er halt wirklich nice aus. Aber wenn ich den raushole, guckt mal, hier, krasses Eselsohr. Ja. Das halt wirklich sad life, ne? Wirklich sad life. Wäre halt wirklich eine schöne First Edition gewesen, aber sollte halt nicht sein. Tryon Dragon First Edition ist halt wirklich sehr, sehr selten herzubekommen. Ist, glaube ich, auch eine dreistellige Karte auf jeden Fall. Klar, LOB und so ein Käse, ne? Wisst ihr hier Bescheid. Dann hier auch besonders cool der Red Eyes B Dragon. Übrigens, kleiner Tipp, den gibt es ja auch auf Market auf Japanisch, also er wird dort mit dem Vermerk, dass die Karte Japanisch sei, angeboten und kostet dann da glaube ich irgendwie 18 Euro oder so, das ist vollkommen übertrieben, die Japanische ist spottbillig, für 18 Euro kriegst du fast das ganze Set, ja. Also das ist absolut übertrieben, aber die europäische bzw. die westliche Variante, also halt die englische, die ist schon recht teuer, ich glaube die geht auch so 20 Euro oder so, ist ein schöner Red Eyes, gehört mit zu den schönsten Artworks überhaupt, wie ich finde. Dann haben wir einen schwarz glänzenden Soldat. Ja, haben wir schon mal einen gesehen. First Edition. Der hier ist jetzt, okay, der hat hier oben einen Knick. Ansonsten sieht die Karte aber gut aus. Ist noch als niemand zu werten, würde ich mal behaupten. Aber ich glaube, für meine Sammlung aufgrund des Knicks oben leider nicht mehr zu gebrauchen. Vielleicht kommt die Karte ja in meine Privatsammlung. Und Leute, ich merke gerade, dass draußen wieder die Bauarbeiten begonnen haben. Das heißt, ich werde hier nochmal kurz unterbrechen, weil wir wollen ja die Baggergeräusche nicht im Video haben. Und ich mache dann gleich weiter. So, meine Freunde, wir können weitermachen. Die Bauarbeiten wurden unterbrochen und ja, der Spielplatz ist frei. Wir haben hier noch einen zweiten schwarz glänzenden Soldaten, den wir uns jetzt angucken, auch aus Invasion of Chaos. Der scheint vom Zustand her prickelnd zu sein, sehr, sehr schön. Nehme ich gerne mit. Also selbst die BLS in Unlimited gehen schon in ein oder anderen Euro, ich glaube so zwischen 30 und 50. Wunderschöne Karte. Ihr wisst ja, es ist ein absoluter Klassiker. Die legen wir natürlich direkt zu seinem Zwillingsbruder. Dann haben wir hier aus der Master Collection 2 eine Exodia Necros. Die Karte, für die auch das Set Dark Crisis bekannt war. Da kam nämlich in Ultra Rare raus. Eine der beliebtesten Exodia-Karten überhaupt. Wenn nicht gar die beliebteste. Ich persönlich finde sie auch schöner als die echte Exodia, bestehend aus ihren 5 Teilen. Ich finde sie halt einfach so um einiges böser, sage ich mal, mit diesem Schwarz und dieses Giftgrün, das ist richtig Giftgrün, das beißt sich, beziehungsweise es gibt so einen schönen Kontrast zu diesem Schwarz und ja, hier auch der Zustand wie geleckt, klar, ne? Das ist übrigens auch eine Master Collection Karte, die mit zu den teuersten überhaupt gehört, die ging mal eine ganze Weile, so 30, 40 Euro, wie es momentan aussieht, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, aber für eine Master Collection Karte wirklich sehr, sehr teuer. Dann haben wir das Verbrecher-Duo. Ja, brauche ich glaube ich nicht viel zu sagen. Hier oben sind die Ecken abgefressen, ist aber auch jetzt nicht First so, also kein, ja, nichts Großartiges. Dann haben wir hier einen Drachenmeister Gaia.
Der sieht eigentlich soweit ganz gut aus. Sieht aus, als wäre er Nirmint auf jeden Fall. Genau. Ich schaue mir natürlich nach dem Video dann noch mal genauer an, ob das auch wirklich der Fall ist. Aber so ein Drachenmeister Gaia, da haben wir halt auch direkt wieder so eine 100-Euro-Karte. In etwa, wenn mich nicht alles täuscht, First Edition aus LOB. Ich hätte halt auch gern wirklich, wenn der Trihorn-Dragon Nirmint gewesen wäre. Das wäre so schön gewesen. Der tut mir fast mit am meisten weh, weil die ist halt wirklich selten zu bekommen. Dann haben wir einen Buster Klingenkämpfer. Auch das ist eine mittlerweile recht teure Ultra Rare in First Edition zumindest. Und ihr seht, die ist halt wirklich wie aus dem Ei gepellt, wie als wäre sie gerade frisch gezogen worden hier. Wenn man drüber fährt, auch kaum rau, also natürlich im Verhältnis zu den heutigen Karten schon, aber also das ist wirklich so eine Karte, die halt PSA 10 würdig ist, sage ich mal. Die hat da wirklich gar nichts. Die ist auch perfekt gecentert und so. Kein Problem, wenn ich die hinschicken würde, würde ich die locker so 9, 10 wieder zurückbekommen. Wobei ich sagen muss, dass PSA wirklich auch viel falsch gradet, ne? Das muss man auch sagen. So, dann haben wir hier sehr schön einen schwarzglänzenden Soldaten. Gesandter des Anfangs aus der Legendary Collection Yugi's World. Das sind so Karten. Yugi's World ist einfach die beste Legendary Collection, die jemals rausgebracht wurde, ohne Witz. Ich hoffe, die Karte ist halt auch wirklich in einem Ja, die ist richtig schön. Oh, die ist in einem super Zustand. Holy moly, Alter. Sehr schön. Ich weiß gerade gar nicht, was ein BLS aus der Legendary Collection geht, aber die ist auch bestimmt 30, 40 Euro. Locker. Allein die aus der Master Collection ist ja so dermaßen gestiegen. Ich glaube, die hat sogar die Exoda Necros überholt. Dann hier mal ein bisschen was Leichteres zum Mitnehmen ist ein schwarzer Rosendrache. Der geht jetzt nicht viel, das ist halt vielleicht so eine 3 bis 5 Euro Karte. Aber in Secret Rare ist das einfach eine wunderschöne Karte. Also der Secret Look macht echt was her. Gehört tatsächlich nach Ghost und Alti zu meiner Lieblingsrarität. Ich finde sie in Ultra nicht so schön wie in Secret. Obwohl ich häufig ein Typ bin, der sagt, okay, der schlichtere Stil ist schöner. Ich finde sehr, sehr viele Karten in Ultra wäre zum Beispiel schöner. So, dann haben wir hier nochmal, ne, ich erinnere, ich habe sie hier noch liegen. Wir hatten ja gerade eben schon mal eine gesehen. Mittlerweile weiß ich auch, wie viel sie in etwa wert ist. Also so um die 170 ist, glaube ich, gerade die günstigste auf Market. Und auch hier wirklich hervorragend vom Zustand her, nichts zu beanstanden, absolut. Also es sind hier wirklich auch absolute Prachtstücke dabei, klar, bei der Preisklasse muss das auch der Fall sein. Wunderschön, also ihr glaubt gar nicht, wie happy ich über diese Sammlung gerade bin. Es sind so viele schöne Sachen dabei und wir sind noch lange nicht am Ende. Wir haben hier noch eine ganze Menge liegen. Dann haben wir hier, ich glaube, das ist eine Karte, die nicht so viel wert ist, ist auch jetzt hier keine Erstauflage, aus Cosmo Blazer war die, glaube ich, der Pyrorex, der Elementarherrscher, genau, das waren die Elementarherrscher, das sind nicht alle schön, diesen komischen Rosendrachen Elementarherrscher finde ich jetzt auch nicht so prickelnd, ist auch, glaube ich, nichts wert, ich glaube, der hier ist auch nicht viel wert, das ist jetzt eine Erstauflage an der Stelle, genau, wir haben übrigens auch ein paar Missprints hier, ich hoffe, ich erkenne das dann später, wenn wir dann dazu kommen. Dann, ja, mit einem Schlag der Hexe, muss ich glaube ich jetzt nicht anschauen. Na klar, recht modern. Die würden mich interessieren, die sind nämlich auch gerne mal mit Silvering gestraft, die Karten. Hier haben wir Nixon-Rüstung Abyss Lead. Das sind auch so diese Nixon-Rüstung-Secrets, die sind auch schweineteuer teilweise, ne? Die sieht gut aus. Die zweite, ich weiß nicht, was die geht gerade, ne? Also hier keine Ahnung, aber soweit ich weiß, die müsste schon auf jeden Fall ein 10er oder so wert sein. Also das ist so meine persönliche Vermutung, so zwischen 10 und 30 Euro. So, dann haben wir hier sehr schön mystische Fee Elfuria und glaube ich sehe hier leider böses Silvering, sogar durch die weiße Hülle. Ja, hier seht ihr das. This is pain in the ass. So, okay, also die werde ich wahrscheinlich nicht für die Sammlung brauchen können. Schade, Marmelade. So, dann haben wir unsere erste Karte, wo ein Missprint drin ist. Ich muss bloß gerade gucken, wo, aha, das letzte Exemplar ist das, okay. Magiebuch des Meisters haben wir hier. Zwei normale, wie ihr sehen könnt. Ich hole mal kurz den Missprint her, dann könnt ihr das mal sehen. Merkt ihr was? Der Teil hier ist nicht holographisch. Ja, die Secret Foil ist hier nicht komplett. Ne? Oder hier ist zu viel Secret, das kann auch sein. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt gar nicht, welcher von beiden der Missprint ist. Ich glaube eher der hier, ne? Genau, schauen wir mal, was bei dem Missprint hier mit dem Zustand ist. Sieht hervorragend aus. Genau. Auch eine schöne Karte. Dann haben wir aus der Legendary Collection Harpchen Flederwisch. Ich glaube, der geht auch ein paar Euro, ist aber nicht übermäßig teuer. Vom Zustand her super. Also, dass hier so viele Legendary Collection Karten in super Zustand drin sind, das freut mich echt, weil vor allen Dingen die Deutschen, also die Amis, die gehen, die sind nicht so empfindlich auf Beschädigungen, sehen aber auch billiger aus. Aber die Deutschen sind halt, oder im Allgemeinen so die Europrints, die sind halt wirklich ganz, ganz anfällig für Beschädigungen. Und hier ist aber nichts. Also, die ist wirklich wie Booster frisch, ne? Mega, mega cool. Jetzt holen wir hier mal den nächsten, wobei die drei Harpchen Flederwisch, die legen wir ja schon noch hin. Einmal, zweimal und okay, den dritten würde man eh nicht sehen. Ach, wobei, stellen wir mal dahin. So, zack, drei.
So, dann legen wir es ab jetzt nichts mehr raus, aber wir holen jetzt erstmal hier den nächsten Stapel aus dem Gekröse raus. Da haben wir hier, sehr schön, finde ich auch cool, erstmal den freierlasterhaften Drachen, First Edition aus Stardust Overdrive. Genau, dann auch mega cool, war mal sehr teuer, ist aber glaube ich gesunken. Aus der Joey's World, der rotäugige finstere Metalldrache, und auch der ist halt vom Zustand her wirklich prickelnd, also sehr, sehr schön. Dann haben wir zweimal den Chimera Tech Überdrachen, die habe ich mir glaube ich sogar angeguckt gehabt schon. Und einer war glaube ich gut und der andere nicht, ne? So, also der sieht wirklich perfekt aus, okay. He's the perfect one. Und das hier ist... Ja, der hat Silverring, seht ihr das? Böse, böse. Böse, böse. So, dann haben wir ein Playset in dem alten Gold Rare. Sehr cool, da müssen wir uns glaube ich nicht alle anschauen. Gold Rare ist ohnehin irgendwie nicht so empfindlich auf Beschädigung. Zumindest nicht auf Silverring oder so. Dann haben wir hier nochmal aus Breakers of Shadows einen schwarzglänzenden Soldaten, Heiligen Soldaten. Hatten wir ja eben schon gesehen. Dann haben wir hier ein Playset Nixon-Rüstung Abyss Toys. Haben wir ja in der 50k-Sammlung gesehen als Ultimate Rare. Da waren insgesamt 6 Stück dabei, von denen ich nur 3 hernehmen konnte. Die würden mich jetzt mal einfach vom Zustand interessieren, weil Cosmo Blazer war jetzt wieder so ein Set, das halt vom Zustand her oder von dem Prints her nicht so prickelnd war. Also zumindest nicht, was halt die Beschädigungsresistenz angeht. Die sieht aber gut aus. Okay, schauen wir mal nach der zweiten. Ah, ich sehe schon, das wird wieder ein ziemlich langes Video. Aber was soll's. Ihr liebt es doch, Leute. Ihr liebt es doch. Ich weiß es. So. Okili-dokili. Mega. Die sehen alle recht gut aus. Hier auch mega schön. Leider nicht First, aber trotzdem finsterer bewaffneter Drache. Schauen wir mal, wie der Zustand ist. Die in Niemand herzukriegen, ist halt wirklich schwierig mittlerweile. Sieht aber auch gut aus. Ist auch von der Oberfläche her mega nice. Also der ist sehr schön. Ist aber auch schon unlimitiert. Eine 30-40 Euro Karte. Dann hier die damals fast 40 Euro teure Cyberdrachen-Endlichkeit. Aber war voll häufig in Breakers of Shadows. Die ist ja tausendmal gezogen worden. Wie oft ich die aus Random Boostern gekriegt habe. Hier auch eine etwas teure Karte. Der erdgebundene und sterbliche Chachu Chalua, falls das ausgesprochen wird. Aber der hat Silver Ring, den kann ich nicht gebrauchen. Schade, Marmelade. Aus Ancient Prophecy. Schauen wir hier weiter durch. Nehmen wir mal den als Stapel in die Hand, weil wir werden jetzt ja nicht jede Karte angucken. Dann haben wir hier die Dark Worlds, die finde ich sowieso cool. Die Bronze in Ultra will ich mir jetzt nicht anschauen, das mache ich off-cam. Auch Beige will ich mir jetzt nicht angucken. Okay, dann haben wir hier Dark Magician Girls als Gold Rare. Ist schon lange her, dass ich hier den Preis angeguckt habe. Die gingen damals so 5 Euro das Stück. Das wären, wenn das noch der aktuelle Preis ist, jetzt 15 Euro. Mal schauen, vielleicht sind sie gesunken, vielleicht sind sie gestiegen. Den will ich mir auf jeden Fall anschauen, der Forst- und Flammendrache. Der ist nämlich eine First Edition aus Tactical Evolution gewesen. Und der hat hier oben was. Da oben hat er was. Ansonsten ist er aber gut, also auch noch Nierman sozusagen. Aber der wird wohl in meine Privatsammlung wandern, okay. Und dann haben wir hier noch Tinbox-Stuff, okay. 3 Karten. Dann, oh, Jubel. Der ultimative Albtraum. Jubel sind in der Sammlung auch viele dabei. Da kommen dann in dem Ordner noch mehr. Und die gibt es ja auch aus der Legendary Collection in Secret. Das hier ist der Originalprint. Der ist halt von der Qualität her besser. Der ist nicht so beschädigungsanfällig. Sehr cool. Schaut euch mal die Quali an. Mega, mega schön. Der ultimative Albtraum. Oder wie er im Japanischen heißt, das extremer Traurigdrachen. Wahnsinn, oder? Ultraschön, Alter, ultraschön. I just love it. Also es sind, wie gesagt, unglaublich viele Sachen auch in einem guten Zustand. Klar gibt es halt immer noch die Schattenseiten einiger Karten, die halt nicht so prickelnd sind. Okay, hier haben wir jetzt einen Regenbogen-Neos. Der sieht aber nicht mehr gut aus. Man sieht hier richtig durch, der hat hier einen Knick hinten, ganz leicht. Man sieht ihn kaum. Über Kamera kaum zu erkennen, seht ihr das hier? Ein Dinger, den kann ich nicht hernehmen. Nee, den werde ich abtreten müssen, leider. Dann Apollusa. Ja, jetzt haben wir sie auch noch in Secret. Jetzt haben wir sie schon ein paar Mal in Starlight gesehen. In Secret habe ich, glaube ich, noch gar keine vorgestellt. Ich habe erst ein Playset oder so. In Secret habe ich nie ein Video zu gemacht. War halt, ich weiß nicht, war es noch so ein Creep-Fan-Ankauf oder war es von Rising Time? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr cool. Dreimal Apo in Secret. Geht, glaube ich, auch 80 Euro oder so. Und dann haben wir hier noch, holen wir gleich den nächsten raus, das ist ein Playset gewesen, so zack. Haben wir noch ein Playset, ja, hier, Cyber Dragons halt aus Dusa, nichts Besonderes. Ist halt mit am Schlüssel sozusagen. So, was haben wir noch? Na, kommt raus, Jungs, Widerstand ist zwecklos, das wisst ihr doch.
Also, dann haben wir hier was, was recht teuer geworden ist. Sogar die Adventskalenderkarte in Super Rare ist teuer geworden. Und zwar Nummer 92, Hard Earth Drache seit Master Rule 5. Ist die Karte krass am Steigen, ganz egal, ob jetzt Super Rare, Ultra Alti oder Ghost. Natürlich letztere beiden steigen sehr. Der hier ein bisschen Silvering, also muss ich mal gucken, was ich damit mache. Trotzdem noch jemand. Dann haben wir Feuerritt, 1, 2, 3 Mal aus Cosmo Blazer. Nehmen wir mal eine, stichprobenartig und schauen. Ja, das sieht doch ganz gut aus, das sieht ganz gut aus. So. Alles klar. Dann haben wir hier nochmal eine Nummer 92, sehr schön, vielleicht ist die ein bisschen besser vom Zustand her. Die hat unten Silvering. Ja, es ist halt einfach Cosmo Blazer. Cosmo Blazer war so ein Set. Das war halt einfach nicht so prickelnd von der Print-Quali her. Die Ultis und die Ghosts waren gut, aber alles andere, Ultra und so weiter und Secrets waren halt von der Quali her nicht so prickelnd. Okay, haben wir hier noch ein bisschen Megatin-Stuff. Okay, so, dann Ceruli, Guru der finsteren Welt, auch nichts Besonderes. Gold Woofers, das sind jetzt Secrets, ja. Später kommen noch drei Silvers, die will ich mir mal anschauen, aber die Golds lasse ich jetzt mal liegen. Wir wollen ja auch ein bisschen schneller durchkommen hier. So, dann machen wir Lucky Lucky mal hier. Aus Shadow Specters, sehr cool. Die sehe ich normalerweise immer aus dem Megapack in Secret. Shadow Specters war von der Quali ein bisschen besser, vom Print her. Also, ich meine, von der Quali, vom Look her sehen sie sowieso alle gleich aus, aber sie sind halt, boah, ich kann die Hülle so nicht knicken. Aber sie sind halt tatsächlich von der Beschädigungsanfälligkeit her nicht so extrem gewesen. So, ich tue mal hier ein bisschen was weg. So. Dann haben wir hier MX Säbelbeschwörer aus Order of Chaos. War mal eine Weile sehr, sehr wertvoll. War, glaube ich, auch eine der wertvollsten Karten aus hier irgend so einem Battles of Legends oder so. Da habe ich da, glaube ich, einen Reprint bekommen. Oder so, irgend so ein Nebenset, da war der, glaube ich, 15 Euro wert oder so. Und der natürlich noch teurer. Mittlerweile ist das wieder hinfällig, weil die nicht mehr spielbar ist. Ist wieder richtig günstig geworden, aber trotzdem sehr schöne Karte. Schwarzer Totenkopfdrache, First Edition. First Edition, Leute, First. Let's check that out. Absolut makellos. Ich bin mir ziemlich sicher, deutscher schwarzer Totenkopfdrache in dem Zustand 100 Euro locker. Also ich kann mir zumindest vorstellen, dass der in die Richtung geht, weil das ist halt wirklich eine absolute Ikone. Das ist ein absoluter Fan-Favorite. Kann ich mir nicht vorstellen, dass die besonders günstig ist. Dann haben wir hier wir haben hier das ganze Set, schaut mal. Mega nice, das ganze Set. Blue Eyes White Dragon wollen wir uns natürlich anschauen. Wow, schaue ich das mal an, wie frisch aus dem Booster, ne? Ah ja, gesagt, die Reprints sind halt wirklich häufig am Schlüssel, weil halt die Legendary Collection 1 erstmal rauskam und dann später nochmal ein Reprint bekommen hat, haben sich einige eingedeckt. Schaut, die sind wirklich wie aus dem Ei gepellt. Das Krasse ist ja, wenn ihr die Karten kauft, beziehungsweise wenn ihr die Booster öffnet, die Reprint-Booster, es war ja erst vor kurzem so, dass Legendary Collection 1 nochmal so ein Reprint bekommen hat. Da haben sie natürlich auch die Booster frisch aufgelegt und die Print-Qualität ist genau die alte. Es ist genau die alte. Konami könnte wieder die alte Qualität reinhauen, haben das ja auch geschafft. Warum machen sie es nicht? Das wäre so geil, ohne Witz. Ja, okay, die Oberfläche. Die Oberfläche ist halt glatt. Die ist nicht so rau wie früher, aber der Look ist halt einfach derselbe. Hier, schaut euch das mal an. Auch wie aus dem Ei gepellt, ne? Mega, mega fett. Also das ist wirklich eine Sache, die mir sehr gut gefällt. Das ganze Set hier einmal in Ding. Mich stört halt nur, dass der LOB Red Eyes in First nicht dabei war. Einfach, weil die beiden anderen dabei waren in First. Und das wäre halt einfach, ja, so ein Set sollte man nicht auseinanderreißen. Ihr wisst schon, was ich meine. So, dann haben wir hier nochmal einen Venomenon. Den hatten wir ja schon, aber der ist nicht so gut. Der hat hier oben an den Ecken was. Schade, Marmelade. Hier rotäugiger Leuchtfeuer Metalldrache in Ultimate Rare. Eine der schönsten Ultimate Rares überhaupt aus Core. Mega nice, schaut euch das mal an. Dieser Alti-Effekt ist halt so krass, ne? Das ist mit einer der schönsten modernen Red Eyes, die es gibt. Unglaublich cool, der Look. Unglaublich schön. Dann haben wir Buster Klingenkämpfer aus der Legendary Collection Yugi's World, glaube ich, als Playset. Die schauen wir uns jetzt mal nicht an. Edler Ritter Merdraut haben wir aus Cosmo Blazer. Da nehmen wir uns mal stichprobenartig ein, weil, naja, es ist halt Cosmo Blazer, da will ich mal schauen. Okay, sieht gut aus. Ich schaue mal an der Kamera vorbei. Ja, sieht gut aus. Ja, sieht gut aus. Zumindest die Stichprobe. Wie die anderen beiden aussehen, schaue ich danach dem Video. Dann haben wir hier, das sind nicht die, die ich gezogen habe. Ja, ich habe genau die gleichen gezogen. Die waren auch hier extra nochmal mit dabei. Sehr cool. Haben wir auch direkt nochmal hier ein Fuffi ungefähr liegen. Ne? Auch gut. Dann kommen wir hier. Oh ne, ich habe immer noch den Stapel da unten. Ja, da erstaunt ihr, ne? So, dann haben wir hier den Leuchtfeuerkoloss. Da haben wir auch einen Missprint irgendwo, irgendwann. Müssen wir mal schauen. Hier, Abenteuer des Chaos-Phantom, beide unlimited, aber trotzdem nicht ohne Wert. Und ich schau mal.
der mini Silver Ring links am Rand, aber sonst super. Also Nierman, kann ich das Nierman graden. Und der hier, der ist komplett perfekt, der hat gar nichts. Mega nice, mega nice. Lange her, dass ich das letzte Mal ein Armetall bekommen habe und jetzt habe ich sogar zwei gekriegt, sehr schön. Dann haben wir Königliche Feuersturmwache als Playset aus Gladiator's Assault. Das ist eine schöne Secret, weiß gar nicht, was der wert ist leider. Überhaupt nicht, kann halt wieder so eine 10-20 Euro Secret sein. Gab es ja damals einige aus der Zeit, die heute so ein bisschen was gehen. Also nicht die Welt, aber halt ein kleines Taschengeld sozusagen. Die sind ja wirklich vom Zustand her absolut Hammer. Absolut Hammer. So, dann haben wir ein Playset, Geisterauge und Schneehase, und da graut es mir vor. Also es ist, nichts ist schwerer, als einen Geisterauge und Schneehase in Nierman zu kriegen, ohne Silvering am Rand. Ich habe vielleicht 5 Stück oder so in wirklich Nierman, in meinem Nierman. Im Verhältnis dazu habe ich Ashs in Massen, ja. Ja. Genau davon rede ich, seht ihr das? Komplett versilvert. Komplett. Oh, ich schaue mir die anderen beiden gar nicht erst an. Ich schaue mir die anderen beiden später an. Die sind hundertprozentig genauso. Die sind hundertprozentig genauso. Schade, Marmelade. Also die gebe ich natürlich dann auch ab. Dann, jetzt kommen wir weiter zu den Ghosts. Haben wir einen Divine Dragon Knight Felgrand. First Edition Shadow Specters. Sehr cool, die Ghosts natürlich mega schön. Die Ghosts hole ich jetzt hier an der Stelle mal nicht raus, denn ich will halt nicht, dass die beschädigt werden. Dann haben wir einen Malakoda, der Niederherrscher des brennenden Abgrunds. Ist übrigens die einzige Ghost, die ich jemals selbst gezogen habe, aus einem Random Booster aus dem Müller. War sehr cool. Der Gerümpel-Berserker, den kann ich rausholen, weil der ist eh beschädigt, das weiß ich. Das habe ich schon durch die Hülle gesehen, der hat hier oben nämlich Silvering. Ist zwar, glaube ich, noch als Nierman zu werten oder als Exzellent, aber... eher Exzellent, aber naja... Ist jetzt ohnehin nur eine 30 Euro Ghost an der Stelle. Na, kann man bestimmt noch so 15 oder 20 verlangen für den. Aber was soll's. So, hier haben wir jetzt den Misprint. Ich zeige euch auch mal, warum. Oder war es der andere? Wartet mal. So, ich habe jetzt einfach nochmal den einen von vorher rausgeholt. Weil hier glitzert alles komplett. Und hier, seht ihr das? Da ist dieser eine Punkt hier, der ist ohne Foil. Ich glaube aber eher, dass das hier tatsächlich der richtige ist, ne? Und das hier ist der Misprint. Das heißt aber, dass ich den Misprint hier dann 4-mal hätte, theoretisch. Und hier seht ihr das, hier ist auch da oben keine Folie, hier schon. Also ganz, ganz eigenartig. Die Zustände sind übrigens gut, die habe ich mir schon angeguckt von den Kolossen. Und dann haben wir hier auch einen komplett zerstörten majestätischen Sternendrachen. Könnt ihr immer rausholen, also der ist ja richtig im Eimer. Keine Schrift mehr, nix. So, da kann ich als Bonus mitgeben sozusagen. Keine Ahnung, 5er oder 10er kriegt man da bestimmt noch für. Ja, und es gibt tatsächlich Leute, die für sowas noch Geld ausgeben. Das ist für mich tatsächlich total unverständlich. Aber gut, wenn es die nicht gäbe, könnten wir sowas nicht verkaufen. So, dann haben wir hier noch einen Glasflügel-Synchro-Drachen als Ghost Rare Unlimited. Einen Wandelsternritter Deltaros aus Duelist Alliance Unlimited. Hier sehr schön der Blue Eyes White Dragon. Englisch in Gold Ghost Rare. Eine der wenigen Karten aus dem Set, die wirklich was wert sind. Ich glaube mittlerweile auch vom Huni oder so wert. Dann haben wir einen Odin. Sehr cool. Auch in einem hervorragenden Zustand übrigens. Ich habe damals 3 oder 4 Odins verkauft in Ghost, obwohl sie Nierman waren, so bevor ich angefangen habe, einfach drauf loszusammeln. Das finde ich schön, dass ich zumindest wieder einen da habe. Dann ein Sternenfresser, der ist allerdings ziemlich versilvert am Rand, sehe ich von hier aus schon. Schade, Marmelade. Kann ich also auch abgeben. Dann haben wir einen Möbius, der ist in gutem Zustand. Ist aber auch eine recht günstige Ghost, auch so um die 30 Euro, sehr schön. Und da haben wir nochmal einen Leuchtfeuerkoloss, das ist aber wieder normaler, so wie es aussieht. Dann haben wir nochmal einen Frost- und Flammendrachen, den ich mir anschauen möchte. Der ist auch First. Okay, sieht so schon mal gut aus. Ich gucke mal an der Kamera vorbei. Ja, ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Der ist top. Der ist top. Dann haben wir Silver. Die Silvers will ich mir anschauen. Also Oberfläche ist schon mal gut. Und hier ist auch der Rand nice. Sehr schön. Ich liebe ja Silver. Einer meiner Lieblings Dark Worlds. Dann haben wir hier nochmal so zwei Karten aus der Megatin. Hier haben wir jetzt den zweiten Silver. Auch der ist prickelnd. Sehr nice. Dann haben wir hier den Himmelsjäger. Okay, dann... Oh, Dark Magician Girl aus RDS ist auch noch interessant. Die ist auch ziemlich gestiegen. Ich glaube auf den 10er oder so. Das war mal eine 50 Cent Promo. Auch hervorragend. Von der Quali her sehr, sehr schön. Die ist auch ziemlich schwer in Nierman zu kriegen zurzeit. Und dann haben wir hier nochmal einen Silver. Und auch der ist in einem hervorragenden Zustand. Genau, so. Jetzt räume ich hier mal kurz auf und dann kümmern wir uns um... Wir kümmern uns jetzt um den Ordner. Das heißt, wir machen jetzt einen kleinen Location-Wechsel.
So, wir sind jetzt drüben in meinem anderen Projektraum, wenn man so möchte, andere Location. Wir sehen hier als Grundlage meine Fotobox von außen, in der meine Beauty-Shots gemacht werden. Die habe ich hier mal als Unterlage genommen. So, wir haben hier diesen unglaublich schönen Zip-Binder bekommen von Ultra Pro. Die kenne ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ich kenne die nur von Ultimate Guard mit einer wunderschönen Oberfläche, die auch wunderschön reflektiert. Das sieht man hier aber gar nicht. Ich wollte die Kamera eigentlich weiter oben platzieren. Ja, ich habe immer noch kein Galgenstativ gekauft. Das heißt, wir werden heute bedauerlicherweise, da es technisch nicht anders möglich war, das Ganze so ein bisschen von schräg unten betrachten. Aber ich habe mal geguckt, man sieht eigentlich alles. Die Karten oben werde ich auch immer mal wieder rausholen, falls ich der Meinung bin, man sieht etwas nicht zu Genüge. Und jetzt gucken wir mal hier rein. Genau, wir sehen nichts, das war es auch schon wieder. Ja, wie ihr seht, ist der Ordner etwas lückenhaft. So, die ersten beiden Seiten haben wir erstmal gar nichts und dann geht es eben hier an der Stelle los. Auf der linken Seite haben wir ausschließlich Ultimate Rares. Hier haben wir dann etwas ältere Holokarten. Wir holen auch wirklich nur das raus, was wertvoll ist. Das wird schon genug sein, weil relativ viel Wertvolles dabei ist. Hier oben haben wir Gravirose, das kann man vielleicht nicht so gut erkennen. Bujinki Amaterasu und das da oben ist natürlich der hier. Ne, das sieht man, ziemlich einprägsames Artwork. Wirklich wertvoll und interessant sind hier nur zwei Karten, nämlich einmal Elementarherrscherin oder Elementar Herrin Doraido oder Doriado. Unlimited war sie vor einer Weile noch bei 25. Ich denke mal nicht, dass sie großartig gesunken sein wird. Ist auch recht gut vom Zustand. Hat hier oben einen kleinen weißen Punkt. Dennoch Nirmint. Sehr schöne Karte, eine Ultimate Rare, die man tatsächlich recht selten sieht. Als Rare sieht man sie relativ häufig, aber Alti ist echt selten. Wir haben hier unten noch den Topaz-Tiger. Da habe ich aber schon durch die weiße Hülle gesehen, dass der wirklich played ist. Also der ist hier nichts mehr mit Good oder Excellent oder so, sondern der ist halt wirklich durch. Der ist, ich würde mal sagen, played bis heavy played. Auch lightly played ist das nicht mehr. Schade eigentlich, speziell so eine Karte, die ich mir gerne in einem guten Zustand gewünscht und auch gerne als Erstauflage, denn die sieht man tatsächlich extrem selten nur noch. Diesen Topaz-Tiger, der ist noch seltener als hier das Kristallungeheuer Saphir Pegasus. Hier drüben haben wir dann ein paar schöne Sachen. Hier mal The Creator, den sieht man vielleicht schlecht, also den Schöpfer aus RDS, First Edition. Dann Vampire Lord, First Edition. Den holen wir uns mal raus, hier aus Dark Crisis. Gucken wir uns den auch mal an. Also der sieht ein bisschen wellig aus irgendwie, den schaue ich mir danach nochmal an. Aber das ist im Prinzip auch eine sehr wertvolle Karte, den gibt es auch noch auf Deutsch. Allerdings, wie sagt man, ist die deutsche noch eine Runde seltener, denn das deutsche Booster wurde nicht so häufig geprintet, wurde nicht so häufig gekauft und darüber hinaus sieht man diese Karte nur noch relativ selten in Sammlungen in deutscher Sprache, versteht sich. So, dann haben wir hier ein Playset Dunkle Magier des Chaos. Wir haben einen hier aus Dark Revelation 2 und zwei aus dem Originalset. In solchen Fällen interessieren mich tatsächlich immer die aus dem Reprint-Set, also in dem Fall hier nicht RDS, sondern Dark Revelation, Dark Beginning, weil ich die irgendwie als etwas Besonderes empfinde als die Reprints aus dem Originalset, wenn dann irgendwas in der Special Edition oder so erschienen ist. Dementsprechend sehr cool, ihr habt doch gesehen, da ist wie aus dem Ei gepellt. So, natürlich schauen wir uns nochmal einen aus Invasion of Chaos an. Wir schauen uns jetzt nicht alle drei an, definitiv nicht. So, okay, der ist zwar ein bisschen schlechter vom Zustand, nicht ganz so geleckt, aber trotzdem ganz okay. Ja, der ist Nirmint, definitiv, kann man brauchen. Ja, und den lassen wir mal auch hier. Und das finde ich sehr schön, ist einer aus der Legendary Collection Yugi's World, drei Stück um genau zu sein, und das ist mir schon aufgefallen, ich habe schon so eine Vorsichtung gemacht sozusagen, nicht alles angeguckt, aber viel, ihr seht hier, der ist wirklich in einem hervorragenden Zustand, okay, da hat oben eine ganz leichte Delle, das sieht man so im Licht, so, aber das war es dann auch schon gewesen, ihr seht, absolut makelfrei ansonsten, Oberfläche top, kein Silverring, kein gar nichts, und das ist bei diesen Karten speziell in der deutschen Sprache relativ selten, ich nehme tatsächlich am liebsten Amis her, die sehen billig aus, ich mag keine Amis, tu das bitte nicht fehlinterpretieren, aber die sind einfach nicht so anfällig für Beschädigungen. So, hier geht es jetzt locker flockig mit Ultimate Rares weiter. Wir haben hier oben ein paar Blue Eyes, das lassen wir mal so stehen. Hier die Nixon-Rüstungen sind ein bisschen was wert. Die Abyss Toys, die haben wir auch schon in der 50k-Sammlung gesehen. Da waren 6 Stück dabei, allerdings alle Unlimited. Die sind jetzt alle First Edition und sehen auch sehr gut aus vom Zustand her. Da kann man sich nicht beschweren. Schauen wir uns den dann noch mal an. Die sind immer ein bisschen wichtig. Ich bin auch gespannt auf den Neo-Weltraum Dark Panther da drüben. Okay, der hat hier unten eine Beschädigung. Seht ihr das? Ist aber noch, und hier auch. Okay, schade, schade. Aber ansonsten ganz okay, ist aber noch als Nirmint zu werten mit allen zugedrückten Hühneraugen. Dann haben wir hier einen Rampant Blaster. Das ist auch noch eine recht wertvolle Karte, eine schöne Ultimate Rare. Die hier in dem Fall jetzt bedauerlicherweise, also sie, ja, sie ist noch Nirmint, sie hat ein paar weiße Stellen. Aber ansonsten in einem guten Zustand. Ich hoffe, dass wenigstens die zweite besser ist, weil die erste kann ich natürlich nicht für meine offizielle Sammlung nehmen. Mhm,
Ja, die zweite ist besser. Die zweite ist besser, die könnte möglicherweise, ich muss mal nach der Oberfläche gucken, ob das nur Dreck ist oder irgendwelche Körnungen. Sieht es über die Kamera irgendwie so aus. Aber ansonsten hat die wirklich einen Top-Zustand, die kann ich tatsächlich hernehmen. Hier drüben interessiert mich eigentlich nur er hier, der ist recht wertvoll geworden. Seit der Master Rule 5, sogar die Super Rare im Adventskalender ging dann irgendwie in 20 oder so, voll abnormal. Sehr schön, auch hier gute Stoff aus Cosmo Blazer. Die Ultra Rares, Super und Secret Rares aus Cosmo Blazer sind der letzte Rotz, was die Qualität angeht. Aber Ghosts und auch die Ultimate Rares sind ganz gut vom Print. So, Neo Weltraum Dark Panther, den will ich auch mal kurz überprüfen. Könnte schlechter sein, sagen wir es mal so. Der ist eher ein Fall für meine Privatsammlung, seht ihr das? Weiße Stellen, das ist halt tödlich, sowas mag ich nicht, sowas mag ich ganz und gar nicht. Aber auch First Edition, auch den ein oder anderen Euro wert tatsächlich, die Dark Magicians gucken wir uns nicht an. Donner Enddrachen lassen wir uns auch mal weg. Dann haben wir hier, was haben wir hier? Hier schauen wir uns mal die Werkzeugdrachen an auf der Seite, da haben wir hier eine First Edition, die haben wir vorher auch schon einmal gesehen, in einem Toploader, die war ja in einem sehr guten Zustand. Ja, die ist halt nicht mehr so prickelnd, wenn ihr das sehen könnt. Also die Oberfläche ist ein bisschen angekratzt und auch hier unten Ecken und an der Seite hat das Whitening. Ist aber noch exzellent auf jeden Fall, kann man als X graden. Und hier haben wir nochmal einen Nicht-First Edition. Der, oh, aua, seht ihr das? Hier, da hat einer zu fest zugepackt. Ja, hier sieht man es. Ansonsten wäre die echt top, ne? Aber das macht die Karte halt sofort wieder good bis lightly played, sowas. Ah, das ist aber doof jetzt. Das gefällt mir gar nicht. Das finde ich schade. Schade, dass die Leute ihre Karten so grob anfassen. So, hier drüben, ich sehe einen Dasher, brauchen wir es gar nicht anschauen. Sehe ich schon durch die Tüte sozusagen, dass der in einem schlechten Zustand ist. Hier haben wir tatsächlich einiges, was ich mir angucken möchte, aber ich muss mich irgendwie beschränken, weil es dauert zu lange. Ich will mir die zwei Silvers angucken und die zwei Shanguns. Okay, den kann man vergessen. Der hat hier eine Beschädigung, da. Weg damit. Das ist hier gut, maximal noch für mich. Und er hier ist... Ja, der ist exzellent. Der hat hier was, da was, schade. Ich liebe Dark Worlds und Silver ist meine Lieblingsalti von den Dark World Monstern. Hier waren zwei Stück dabei. Hätte Potenzial gehabt, schade, dass die nicht nirgends sind. Dann haben wir einen Shongun. Auch der ist nicht für die Sammlung zu gebrauchen. Ihr seht hier oben weiße Stellen. Ja, aber ansonsten eigentlich noch ganz okay. Kann man das Nearmint verkaufen, definitiv. Das ist halt immer so die Sache mit dem Nearmint. Bei so einem Preis, den die Sammlung hat, wünschte ich mir halt, dass mehr Karten so in meinem Zustand wären. Aber ja, da kann man halt nichts machen. Das ist halt eine Sammlung, da kann man sich nicht aussuchen. Der ist aber dafür in einem Top-Zustand. First Edition, großer Shongun Shien. Sehr cool. First Edition, der ist wirklich wie aus dem Ei gepellt. Sehr cool, das freut mich wieder. Den Rest lassen wir jetzt erstmal. Wir blättern mal kurz geschwind weiter. Hier haben wir nochmal Ultimate Rares. Und zwei Secrets, eine Ultra. Was gibt's hier zum Angucken? Oh. Beschränken wir uns auf drei Karten. Ich möchte mir gerne die Nummer 92 anschauen. Nochmal einer, sehr schön. Auch hier. Beste Qualität. Sehr cool. Und dann möchte ich mir noch angucken Landformen. Ich denke, die werden in Ordnung sein. OTS-Altis sind in der Regel immer in Ordnung. Okay, ja, sieht gut aus. Und dann natürlich noch hier die Scapegoats. Das sind halt auch alles Karten, die halt einen gewissen Wert haben. Ja, sieht auch gut aus. Also sieht sehr gut aus. Da kann man sich jetzt nicht beschweren. Es gäbe hier noch andere wertvolle Karten, die man angucken könnte, wie zum Beispiel sie hier. Sie geht ja auch First Edition, irgendwie 50 Euro oder irgendwie so. Dann haben wir hier wieder zwei leere Seiten. Okay, hier, was haben wir hier? Aha. Schauen wir uns stichprobenmäßig was an. Und zwar möchte ich gerne die First hier oben sehen. Bewaffneter Drache, Level 7, First Edition. Sieht eigentlich... Ja doch, sieht eigentlich ganz gut aus. Sehr cool. Ich werde mir jetzt hier tatsächlich nicht alle durchgucken. Ich werde mir jetzt noch den hier grabben und dann noch eine Jubel angucken und dann blättern wir auch weiter. Also wir haben hier aus tatsächlich aus dem Originalset und aus Dark Revelation 3 bewaffnete Drachen Level 7 in Ultra Rare. Das finde ich sehr cool. Auch dass die Menge so passt. Ich hoffe, die sind alle in einem guten Zustand. Das habe ich mir jetzt nicht angeguckt, aber das wäre halt schon ein Schub nach vorne. Und dann schaue ich mir noch die Jubel an.
ja, auch die ist in einem super Zustand eigentlich. Auch First Edition, also ich muss sagen, einige Sachen sind halt auch wirklich in einem hervorragenden Zustand. Und wir sind noch lange nicht am Ende, danach kommen nochmal eine Box mit Holos und nochmal einen riesen Bulkstapel und dann sind wir erst fertig. So, haben wir hier was, was wir uns unbedingt anschauen müssten? Nein, müssen wir nicht. Also gucken wir mal drüber. Wir haben hier ein Playset von dem alternativen Artwork von Geisterogre und Schneehase. Zwei Lichtenddrachen, die dürften auch ein bisschen was gehen, glaube ich. Hier aus Shining Victories, einen Kristallflügel-Synchrodrachen. Zwei Bielse aus dem Reprint-Set. Atrogios dreimal, Kornblume dreimal. Schwarzer Hochmagier, by the way. Mittlerweile eine 10 Euro super, glaube ich, gewesen. Irgendwie so krass aus der Dark Illusion, obwohl die so gespammt wurde. Und natürlich Star Eater, ganz wichtig. Okay, haben wir hier noch ein bisschen Dark World Stuff. Sechsmal die Tore der finsteren Welt, dreimal aus Legendary Collection, dreimal aus dem Astral Pack. Und hier Blitzgewitter der finsteren Welt aus der Legendary Collection. Dann haben wir, was haben wir, Okay, da will ich mir hier nur die Chaos Imperator Drachen anschauen. Den Rest könnt ihr, glaube ich, sehen. Wobei hier die Legendary Collection Ding, da will ich mir auch einen zumindest anschauen. Ja, ihr seht die Qualität echt super. Also ich muss sagen, so diese ganzen Legendary Collection Karten sind hier in der Regel echt gut. Wenn ich den schon wieder sehe, hier Geisterogre, auch aus der Legendary Collection Kaiba. Die Secrets, dass sie nicht in Ordnung waren, das hat mich echt aufgeregt, weil die, das Set hatte einfach so ein Problem mit diesem Silvering. Genau, hier ist ein bisschen Dreck auf der Mitte, das schon, aber ansonsten sieht die Karte eigentlich ganz gut aus. Also das ist eine Karte, die ich reinigen muss, definitiv. Und ja, ich weiß, ihr wünscht euch ein Video, wo ich zeige, wie man Karten reinigt. Vielleicht mache ich es irgendwann, aber ich habe ehrlich gesagt keine große Lust auf das Video, weil es halt einfach so einfach ist, dass es kein Video bedarf. Der ist aus Dark Revelation 2, sieht man tatsächlich recht selten. Man sieht bei den Ultra-Rare-Kopien in der Regel immer hier diese The Lost Millennium-Promo-Karte, die ja auch schon 20 Euro in etwa wert ist. Die hier, also die sehen eigentlich alle ganz gut aus. Speziell die beiden aus Dark Revelation haben echt was auf dem Kasten, was den Zustand angeht. Also auch cool, hier drei, die drei auf jeden Fall relativ wertvoll. Also hier, ihr seht, hier ist schon recht krasses Zeug mit drin. Jetzt hier mega krass, erstmal die Seite ist halt der Oberhammer. Wir haben langsam mit den jungen Pferden, wir schauen uns erstmal die unten an. Verlockung der Finsternis sind mittlerweile recht wertvolle Karten geworden. First Edition aus Phantom Darkness. Ihr seht, wie aus dem Ei gepellt. Sehr cool. Schauen wir uns nochmal eine an. Hoppla, hängen geblieben. So. Wir schauen uns nicht alle drei an. Wir gucken uns jetzt erstmal nur zwei an. Genau. Auch hervorragend vom Zustand her. Dann haben wir aus dem Originalset ebenfalls Phantom Darkness. Jubel, die Terrorinkarnation. Schauen wir mal, wie es hier aussieht mit dem Zustand. Auch hier kann sich sehen lassen. Also ihr seht, es ist wirklich nice. Die hier oben sind entgegen den anderen, die ich euch... Habe ich die schon gezeigt? Ich glaube schon, ja. Entgegen den anderen dreien, die ich euch gezeigt habe, sind die nicht aus dem Originalset, sondern die stammen halt aus dieser Legendary Collection GX. Habe ich ja vorhin auch angesprochen, ne? Hier auch sehr schön vom Zustand her. Also es sind Sachen, die sich wirklich sehen lassen können. Schauen wir uns noch die hier an. Den Gords lassen wir mal weg. Ist zwar auch eine coole Karte, aber ja, ist halt noch eher was Billigeres. Sehr cool. Also ich muss sagen, wirklich sehr, sehr schön. Vor allen Dingen der Anblick dieser schönen vielen Jubel-Karten. Jubel-Karten ist auch so eine Sache, ist eher so eine Nischensammlerecke. Also Jubel-Karten hat fast keiner in seiner Sammlung irgendwie. Das sind dann schon richtig große, krasse Sammlungen, wo die drin sind. So, dann haben wir Book of Moon. Da möchte ich mir eine anschauen. Ja, auch gut vom Zustand her, klar. Wer hätte es gedacht. Sehr schön. Oben noch eine Zombie World ebenfalls aus der Legendary Collection. Sind übrigens zwei Stück an der Zahl, aber wir gucken uns halt immer jetzt nur eine an. Dann haben wir sechs Dark Holes drüben. Krass, hier nochmal ein Blitzgewitter. Sehr schön. Und hä, was ist das denn? Das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Oh, schaut euch das mal an. Eine OCG-Karte. Und zwar ist das der Chaos Max Drache. Und in Japan hatten die noch dieses Kaiba Corporation Rare drüber. Sieht echt cool aus. Bombe. Bombe ist zwar nichts wert, also so wirklich gar nichts, aber es soll nicht mein Schaden sein. So, also richtig krass, dreimal Book of Moon, sechsmal Black Hole, auch Secret Rare. Ach komm, sind wir nicht so knauserig, holen wir da auch noch eins raus. Ja, auch hervorragend im Zustand, sehr, sehr cool, also der absolute Oberhammer. Dann haben wir, was haben wir hier, schönes, wertvolles, wir haben einen Raigeki aus der Legendary Collection Joyce oder Yugi's World, glaube ich. Dreimal Tropf der Trägheit. Tropf der Trägheit schauen wir uns doch glatt einmal an. Auch gut vom Zustand, also man kann sich wirklich nicht beschweren. Also wirklich nicht. Den Raigeki möchte ich mir noch angucken. First Edition Deutsch, dürfte auch so 10, 15 Euro vielleicht noch gehen.
Der war mal sehr teuer, der Secret Rare Raigeki. Wir hatten ja mal ein Opening, da haben wir den sogar gezogen. Ist schon etwas länger her. Scapegoats LOB Wiedergeburt sehe ich hier gerade. Ja. Absolut niemand. Ja, keine Beschädigung. Piece A10. Abgekrabbelt bis auf die Unterhose, das Scheißteil. Okay. Dann, was haben wir hier noch? Ah, die ist aus der Legendary Collection Joey's World. Die ist wieder top. Also ist schon eine geile Sammlung, Leute. Ist schon echt eine geile Sammlung. Da kann man eigentlich gar nichts sagen. Oben drei reißende Tribut-Secret aus der Legendary Collection. Hier übrigens was Interessantes. Zwar überhaupt nichts wert, aber sieht man recht selten. Green Copper aus HL1 in Super Rare. Sehr cool. Von denen habe ich noch nicht so viele, weil man die so selten herbekommt. Sehr schön. Ist eher als Kamen bekannt, wenn überhaupt. Einen Sangan ja, aus der Hobby League. Was haben wir noch? Hier einen schwarz glänzenden Soldaten nochmal. Der, ouch, ouch, warum, Mami, warum ist es so eine wertvolle Karte aus dem Set, oh, ich könnte weinen, ich könnte bitter weinen. Oben dreimal den BLS in Gold Rare, den sparen wir uns jetzt mal und hier haben wir noch die drei, die würde ich mir alle drei angucken. Hier nochmal BLS Unlimited, oben Eselsohr, schade, hier aus Invasion of Chaos. Mal schauen, was ich mit dem mache, vielleicht Privatsammlung, ist mir noch ein bisschen zu schade zum Weggeben. Der zweite auch aus Invasion of Chaos, auch hervorragender Zustand in dem Fall, sehr schön. Und der dritte ist aus Dark Revelation. Ah, der ist extrem misscutted, Leute, schaut euch das mal an. Guckt euch das mal an, der ist ja misscut bis auf, ach du Schande. Oh, und guckt mal, nix Niermint, der hat Druckstellen, der hat richtig krasse Druckstellen, okay. So, nächste Seite. Machen wir mal weiter. Wir haben 6-mal bodenlose Fallgrube, 3-mal Ultra, 3-mal Secret, beide aus den Legendary Collections, 1-mal kaiserlicher Befehl. Tiefsee Primadonna, sehr cool, aus Eternity Code, einfach so mitten reingeschissen. Schwarze Hörner, ebenfalls 3 Stück Secret. Oh, was sehe ich denn da? Ist die aus MRD? Tatsächlich. Schaut euch das mal an. Aber leider nicht in einem guten Zustand, die ist kaputt. Schade, Marmelade. Ist übrigens keine wertvolle First Edition. Ne? Also die ist wirklich total bezahlbar. Ne? Ist also finanziell zumindest zu verkraften, aber trotzdem wäre es halt schön gewesen. Dann haben wir hier... da haben wir einiges. Da haben wir einiges. Oben zwei Blue Eyes sehen beide nach LOB oder Retro Pack aus. Hier eine Blue Eyes SDK. Die auch aus dem Starter Deck. Die beiden sind auch nice, aber, was schauen wir uns an, Leute? Was gucken wir uns an? Ich würde sagen, wir schauen uns nur die drei Blue Eyes an. Ich denke mal, das ist so das Wichtigste auf der Seite. Ihr könnt ja alles sehen. Die sind alle aus, die beiden Red Eyes sind aus dem Starter Deck. Das ist ein japanischer Whitehorn Dragon. Genau, die beiden sind aus PCJ, die beiden Red Eyes, die dürften auch ein bisschen was wert sein, aber auch nicht die Welt. Die hier aus dem Astral Pack, vollkommen klar, sind nicht die Jumps. Und wir schauen uns jetzt mal, und hier oben Vandalgion, auch japanisch. So, der erste ist aus dem Retro Pack. Habe ich mir schon gedacht, weil das Finish so anders ist. Und der ist halt auch hier aus dem Ei gepellt. Retro Pack Blue Eyes ist auch sauteuer geworden. Sehr schön, also wir haben auch ein sehr, sehr, sehr teures Stück. Die sind mir auch wesentlich lieber als die Unlimiteds aus LOW. Weil die halt einfach so den Markt überfluten. So, okay, also man sieht hier auf jeden Fall, dass die Karte älter ist. Sie hat eine etwas rauere, unsaubere Oberfläche. Das muss man wegmachen, das kann man reinigen. Ansonsten ist sie aber in einem sehr guten Zustand. Also die ist definitiv niemand. Ja, das ist nur Dreck oben, die Oberfläche. Auch sehr schön. Und der SDK Blue Eyes ist First. Ich würde es so feiern, wenn die in einem guten Zustand ist, ohne Flachs. Also sie ist nicht für mich zu gebrauchen, wegen dem hier unten. Aber ansonsten ist sie eigentlich tatsächlich in einem sehr guten Zustand. Ex bis gut, würde ich sagen, definitiv, wegen der Oberfläche hinten. Aber das ist tatsächlich der beste Blue Eyes in First aus SDK, den ich seit langem in den Händen gehalten habe, ohne Flachs. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich total zufrieden mit dem bin, aber es freut mich, hätte schlechter sein können, definitiv. Auch eine schöne Seite. Also ihr seht, es reißt nicht ab. Wir haben hier eine Exodia, Exodia Kopf Deutsch First Edition. Aber naja, sieht natürlich dementsprechend aus, gell? Wir haben dann noch einen Arm First Edition. Schauen wir uns jetzt nicht an. Dann haben wir auf der Seite noch die mystischen Elfen.
Zwillinge, ach ne, mystischen Elfenzwillinge, ja genau, jetzt fange ich schon an, hier Namen zu kombinieren. Die Elfenzwillinge First Edition Labyrinth of Nightmares, die ist Top Mint, die ist einfach nur Top Mint, wie frisch aus dem Booster, mega nice. Die haue ich mal hier unten rein. Dann haben wir hier dreimal Spiegelkraft aus MAD. Da sehe ich aber schon durch die Hülle, dass die beschädigt sind. Holen wir mal eine raus, nicht damit heißt, ich laber Mist. Die, ja, seht ihr das? Das ist halt kein Dreck mehr, das ist halt schon eine Beschädigung an der Oberfläche. Trotzdem, die Ecken sind okay. Dann haben wir einen 1000 Drachen, First Edition. Wenn der Nirmint ist, ist das auch schon eine über 100 Euro Karte. Ja, überhaupt nicht. Die ist wirklich Heavy Plate, also da ist nichts mehr zu wollen bei der. Okay, aber ihr seht, wenn man die in so eine weiße Hülle steckt, wie gut die auf einmal aussieht, ja. Was das alles ausmacht, deswegen mein Tipp an euch Leute, wenn euch jemand Karten anbietet und die sind wie hier in so weißen Hüllen, lasst euch die Karten immer, wenn es Einzelkartenkäufe sind, ausgehüllt zeigen. Weil weiße Hüllen kaschieren so viel, ich bete, dass das Solomon's Judgment wenigstens gut ist. Ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Feierliches Urteil, MAD First Edition, das ist gut. Das sieht gut aus, ja. Das ist schön, das ist bestimmt auch so eine 40, 50 Euro Ultra. Safe, safe. Die hier oben, das sind diese Eintrittskarten, die werden auch immer beliebter, die waren mal bei einem Euro, ich glaube, die sind mittlerweile auch 1,50 oder 2. Hier oben haben wir noch einen Flammschwertkämpfer aus LOB, aber der ist nicht First. Schauen wir mal jetzt nicht an. Mhm. So, dann gucken wir mal, was wir hier haben. Schwarzes Loch, LOB First, okay, das lassen wir mal. Eine Poly-LOB First. Den hier können wir uns vielleicht anschauen. Das ist ein Raigeki aus dem Retro-Pack. Auch eine absolute Seltenheit. Und auch hervorragend vom Zustand her. Seht ihr das? Sehr schön. Absolut schön. Wow. Gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. Sehr schön. Sehr schön. Hier drüben haben wir jetzt drei Karten, die ich mir angucken möchte. Nämlich einmal den hier. Der ist aber nicht First, oder? Oh, das ist ein Deutscher. Hey, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe ja schon mal durchgeblättert, ne? Aber holy crap, das ist ein Deutscher, ne? Die sind richtig selten, Leute. Die sind richtig selten. Ohne Flachs. In deutscher Sprache findet ihr die echt kaum. Also das ist... Gab mal eine Weile gar keine auf Market von denen. Alter, ich weiß gar nicht, was die geht. Da muss ich mal nachschauen. Ich glaube natürlich nicht, dass man sich davon Haus kaufen kann. Aber die müsste... Eigentlich müsste sie teurer sein, als die First Edition aus dem Originalset. War zumindest bisher immer so. Dann haben wir hier einen Yata, den ich mir anschauen möchte. Auch eine absolut ikonische Karte. So, auch der Yata sieht ganz gut aus. Der hat oben hier eine kleine Kerbe. Aber trotzdem sehr schön. Sehr schön. Mega cool. Dann haben wir hier einen Jinzo. First Edition. PSV. Nicht schlechter Specht. Sieht auch noch ganz gut aus. Okay, der hat hier oben ein Mini-Eselsohr. Ganz klein. Aber ansonsten top. Auch die Oberfläche 100% nice. Ist auch so eine Karte, die man zwischen 100 und 120 Euro pendelt. Der Jinzo ist... Oh, der ist aus BPT. Also aus der Jinbox aus den USA. Der ist jetzt nicht ganz so gut. Der hat oben ein paar Kerben. Hier, seht ihr das? Aber ansonsten geht's eigentlich. Der dürfte auch so ein 20 in etwa gehen. Auch cool. Dann haben wir hier noch Gerfried und hier amazonische Schwertkämpferin First. Aber wir können uns echt nicht alles angucken, Leute. Wir können uns nicht alles angucken. Was schauen wir uns hier an? Gibt es da überhaupt was? Wir gucken uns drei Karten an. Und zwar einmal hier den Gewebekrug, der ist First Edition. Schauen wir mal. Au! Au! Au, au, au. Den stecken wir lieber wieder rein. Das haben wir jetzt vergessen, was wir hier gesehen haben. Injection Fairy Lily, zwar Unlimited, aber Secret. Aus Legacy of Darkness. Sehr schön. Die ist in einem guten Zustand. Die hat zwar so ein bisschen ihr Glossy-Sein verloren, aber die Oberfläche ist trotzdem noch gut. Sehr schön. Und dann will ich mir hier noch den oben angucken, den Valkyrion. Magnetkrieger, der steigt nämlich auch ziemlich im Preis zurzeit. Sieht auch hervorragend aus, ja. Der ist auch noch gut. Der sieht auch ganz gut aus. So, ich glaube, das müsste aber gewesen sein, oder? Ja, genau. So, dann haben wir jetzt den großen Hauptordner auch noch durch. Da war noch so ein kleiner Ordner dabei. Da waren aber nur Super Rares aus den aktuellen Hauptsets drin. Also ihr seht, hier sind auch bestimmt noch mal, also ich sag mal, also vierstellig auf jeden Fall. 1000, 1500 Euro sind hier auf jeden Fall noch drin. Allein die Impis und so weiter. Muss ich aber alles nochmal nachgucken und zusammenrechnen. So, ich würde sagen, wir begeben uns jetzt wieder in unsere altgewohnte Location und dann gucken wir uns die zweite
Tinbox an. Dark Panther. So, meine Freunde, ich habe jetzt fertig sortiert. Hier auf der linken Seite sehen wir das, was alles Ausschuss ist. Das kommt weg, das ist, steht auch gerade schon zur Verhandlung. Das ist das, was wirklich da bleibt. Das ist immens viel und da sind wirklich schöne Sachen bei. Am wertvollsten sind aber tatsächlich diese beiden Schmuckstücke hier, die ich da drin noch gefunden habe. Fangen wir mal an mit der hier. Das ist einmal Shinato, der König einer höheren Ebene. Und zwar wirklich in absolut Top-Mint. Ja. Also der ist wirklich in einem hervorragenden Zustand. Ihr seht, dass der ist wie frisch aus dem Booster. Der hat einen aktuellen Marktwert von so ungefähr 10 Euro. Ja, so 10 bis 12 Euro aktuell. Ist also keine besonders günstige Karte. Ist sehr cool. Ist, glaube ich, ist das nicht Creepfans Lieblingskarte? Irgendwie so. Aber von irgendeinem, den ich kenne, von den YouTubern, ist das tatsächlich die Lieblingskarte. Sehr schön. Shinato, der König einer höheren Ebene. Wenn man das mal gesehen hat, noch ein Ticken wertvoller, ist tatsächlich er hier. Mit einem Wert von ungefähr 20 Euro. Und zwar der fossile Pachikokla... Ihr wisst schon, was ich meine. Also der Dino halt hier. In Secret Rare aus Light of Destruction, kann das sein? Auf jeden Fall sehr cool, dass der mit am Schlüssel ist, Deutsch, First Edition, auch wirklich in einem hervorragenden Zustand. Schön, dass ich die 30 Euro hier aus den Boxen retten konnte, sozusagen. Der Rest ist, hat teilweise auch einen gewissen Wert und ist aber nicht so ganz wertvoll wie das hier. Wir haben vielleicht noch das hier ist, erwähnenswert, und zwar einen bläugigen weißen Drachen aus dem SDK. Der ist allerdings nicht Nirmint, aber er ist halt einfach so im Verhältnis zu dem, was man sonst so sieht, halt einfach traumhaft vom Zustand her. Also der ist wirklich noch so X, würde ich ihn mal, als X würde ich ihn mal betiteln. Ja, also das ist tatsächlich noch recht gut tatsächlich, oder vielleicht eher, also ist gut, der hat hier oben ein bisschen was, mal gucken. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die kann man noch gut wegverkaufen, sage ich mal. Dann haben wir hier noch eine schöne Ultimate Rare, die in einem recht guten Zustand ist, nämlich die Auswanderungsprophezeiung. Ist halt eine Random Ulti, aber trotzdem cool, und da gehen wir jetzt einfach mal so ein bisschen durch. Ich werde jetzt nicht zu allem was sagen. Ich nehme es einfach mal so in die Hand. Genau sowas ist halt auch richtig cool aus dem Duelist Pack, Mega Felsdrache. Also es sind so ein paar schöne Tinbox-Promos oder halt auch Booster-Holos, die hier wirklich sehr gut sind. Der hier zum Beispiel auch sehr schön, der hat hier unten ein bisschen was, aber sonst ist der auch in einem wirklich hervorragenden Zustand, kann man sich gar nicht beschweren. Also da sind wirklich Sachen dabei, die sind sehr hübsch. Auch das hier finde ich cool, koreanisch, die Kuriboflöte. Ja, natürlich die Sphinxen, egal, der ganze Haufen könnte in der Presse landen, die Sphinxen werden definitiv Nirmint, die sieht man nämlich nur Nirmint, die auch wirklich wie aus dem Booster, ganz frisch, zwar nicht First, aber trotzdem mystische Elfe. In First Edition wäre das locker auch so eine 50-Euro-Karte oder so, so ist natürlich nicht, so geht es wahrscheinlich bloß ein paar Euro, 2, 3 oder so, aber trotzdem, genau, also hier ist wirklich unglaublich viel Zeug, aber auch die Obelisken hier, der spielbare, da geht ein paar Euro. Das finde ich sehr cool, das vielleicht noch erwähnenswert. Serra Diamant, und zwar in Secret Rare. Den werde ich auch in meine Sammlung aufnehmen, der sieht nämlich wirklich noch gut aus, genauso wie das Serra Ritual, das mit dabei war, ist sehr, sehr schön an der Stelle. Ihr wisst ja, das war so, soweit ich mich erinnern kann, dass halt pro Display dieses Booster-Sets immer ein Booster dabei war, wo alle Karten Secret Rare waren, das heißt auch die Karten, die es eigentlich nur als Super Rare gibt. Und dementsprechend sind diese Varianten der Karten immer etwas seltener, die gehen auch ein paar Euro, ich würde mal sagen, so zusammen dürften die auch so ein Zehner vielleicht gehen. Sehr schön auf jeden Fall, den muss ich halt später noch einhüllen, weil der Bulk, der lag halt wirklich ohne Hülle drin, das ist halt ein bisschen, naja, doofi. Dann haben wir aus dem Starter-Deck Pegasus, zwar ist es ein Reprint, aber trotzdem ein Relinquished im sehr guten Zustand, hier nochmal ein bisschen Premium-Pack-Stuff, hier auch Vermächtnis von Yatagarasu, genau wie hier das Zera-Ritual, eigentlich eine Super-Rare gewesen, kommt also auch aus so einem Booster, hat sogar einen Printfehler hier oben, da fehlt Farbe. Genau, dann haben wir hier ein paar Elemental aus dem Booster, das ist cool. Das ist, ich weiß nicht, wie man diese Rarität nennt, das ist aber kein Missprint, und zwar ist das eine Karte mit Secret Rare Schrift, aber einem normalen Holo-Bild, ohne dieses Secret Rare Foil. Da gibt es bei uns nur eine einzige Karte im ganzen TCG, und das ist der Elemental Wild Heart. Im OCG gibt es insgesamt 5 Karten in dieser Rarität, die ich jetzt allerdings nicht aufzählen kann. Ich habe sie zwar hier, aber mir fallen gerade die Namen nicht ein. Ich glaube, eine davon ist der Flying Penguin. Also eine Sonderrarität, die es nicht besonders häufig gibt. Er ist aber nicht teuer, also der ist recht bezahlbar. Genau, und ihr seht, es sind wirklich schöne Sachen dabei. Das war jetzt hier zum Beispiel der erste Stapel oder der erste Teil des ersten Stapels. Also hier sind wirklich schöne Sachen dabei, wie zum Beispiel hier der Klingenritter, Ehrung der Verdammten, auch geflügelter Kuribo aus TLM, natürlich die Sphinxen wieder. Auch das hier wirklich in einem super Zustand. Guck mal, wie aus dem Ei gepellt. Vor allen Dingen sowas wie Seelentausch oder Kartenzerstörung findet man sehr, sehr selten in dem Zustand. Auch die Unlimitierten. Na, ich gehe einfach mal durch hier. White Cyclone, absolutes Highlight natürlich. Ne? Auch Elemental Grand Neos, super vom Zustand. Dark Neos. Das sind alles so Sachen, die halt einfach mega, mega nice sind. Auch hier aus dem Retro-Pack der
blauäugige ultimative Drache. Na, das sind alles so Dinge, die sind mega nice. Auch hier aus LOB, die Fallgrube, natürlich nicht First. Ne? Hier mit Zerra, der meint jetzt nochmal als Super Rare. Genau, also ist natürlich auch viel Bulk drin, sage ich mal, viele Sachen, die nicht so gut sind. Hier zum Beispiel, das ist nicht mehr, oh, ich sehe gerade, der hat hier oben so einen kleinen Knicker, ist egal. Oder hier Hornmoräne, auch nicht mehr Niemand, definitiv nicht, hier unten eine Beschädigung. Trotzdem mal erwähnenswert, mit dabei am Schlüssel, nochmal eine mystische Elfe, die ist nicht so gut vom Zustand wie die erste, aber auch Niemand. Also wirklich, wirklich schöne Sachen bei, kann man sich gar nicht beschweren. Sehr überraschend, was da teilweise mit bei ist. Auch hier First Edition Niemand, also... Hier auch aus Gladiators Assault, Versuchstiger. Hier auch mega cool. Leider Gottes hat hier unten, ist die eingeklemmt worden in der Hülle, wo sie halt in ihrer Promo-Verpackung, seht ihr das? Da unten ist vom Stanzen diese Riffelung. Ist eine Beschädigung. Aber ansonsten ist die Karte auch in einem sehr guten Zustand aus UE02. Sehr cool, sehr cool. Also finde ich mega nice. Geht's auch gleich weiter. Serra der Mand aus TLM zweimal. Ein paar Trap-Tricks. Auch schön. Ja, es ist halt... wirklich sau viel schönes Zeug dabei. Hier mega, mega cool. Aslord Cerato ist halt auch beschädigt hinten so ein bisschen, aber trotzdem erwähnenswert. Eine schöne First Edition. Mega cool. Dunkler Magier aus der Legendary Collection und so. Also es sind unglaublich coole Sachen bei. Hier SKE Blue Eyes Unlimited. Hier Card Destruction. Also es sind alles Dinge, die sind wirklich noch. Oder hier, das freut mich auch, Cyber High. Auch in einem super Zustand aus TDGS, eine der vergessenen Secret Rares, wie ich sie gerne nenne. Nochmal eine mystische Elfe, also es reißt nicht ab, es ist halt wirklich wahnsinnig cool. Auch diese ganzen alten Holos, selbst wenn sie nicht First sind, hier wie viele Scapegoats ich einfach hier in Niemand drin hatte. Ja. Scapegoats sind aufgrund des Goat-Formats recht beliebt und dementsprechend gehen die auch immer ein paar Euro normalerweise, wenn alles gut läuft. Da gleich einen zweiten noch, also kann mich nicht beschweren, also wirklich... Hat Spaß gemacht, durch den Bulk zu gucken, ohne Witz. Hier ist Serra der Mand, First Edition aus Ancient Sanctuary. Oder Ancient Sanctuary heißt es eigentlich. Sehr cool, auch Niemand, also top. Da sind wirklich auch Sachen dabei, die hätten eigentlich in den Ordner gehört, sag ich mal. Ne? Und die kommen auch in meine Collection hier, diese Super Rares hier zum Beispiel. Mega nice, einfach mega nice. Ja, Flying Sea und so. Der ist auch ein bisschen was wert. Oder hier Speed Duel. Ja, oder hier ein Playset aus Dusa, die Motor gegen finstere Metalldrachen, sehr cool. Also hier ist wirklich Zeug bei, mega, mega schön, ne? Ist der aus der LC? Ne, der ist aus den Legendary Decks. Oder hier First Edition, Pinguinsoldat, auch in einem super Zustand. Cyberklingen, also ist mega schön. Giant Hand, auch cool. Und der freut mich natürlich auch ganz besonders. Guckt euch mal an, wie gut der noch von der Quali her ist. Also den sieht man, der ist ein bisschen dreckig auf der Oberfläche, ja, aber sonst. Den sieht man normalerweise ja nur komplett abgeranzt. Ja, also da geht normalerweise gar nichts. Der ist immer komplett im Eimer normal. Freut mich, dass der hier nie mit dabei ist. Sehr cool. Ja, so, wir sind jetzt am Ende der 25K-Sammlung. Ihr habt natürlich ein bisschen was nicht gesehen, wie gesagt. Den ganzen Bulkstapel, da sind auch noch ein paar Sachen drin, die was wert sind. Auch wenn sie ein bisschen angeditscht sind. Die beiden haben mich nochmal sehr gefreut. Ja, genau. Vergesst nicht, es gibt noch von der 50K-Sammlung gibt es noch eine Verlosung, die offen ist. Ich glaube, nächste oder übernächste Woche müsste die Auflösung sein. Schaut nochmal vorbei, ihr könnt noch mitmachen, wenn ihr Lust habt. Ihr müsst halt ein bisschen was texten. Hier gibt es jetzt in dem Fall keine Verlosung, eben weil noch eine am Laufen ist. Vielleicht gibt es beim nächsten Mal wieder was. Wir sehen uns dann zu einem weiteren Mega-Opening. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.